Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufen Entdecken Podcasts. Bevor wir in eine wunderbare Folge starten, wenn ihr besonders toll findet, was wir tun, findet uns auf Twitter, Facebook, TikTok, Strava. Ihr könnt uns wahnsinnig viel Geld geben auf Patreon, wie das schon ganz viele junge, schöne Menschen machen. Ein besonderes Dank dafür. Ihr findet uns auf Steady, wo ihr uns unterstützen könnt. Und ansonsten erzählt einfach euren Freunden, wie wunderbar dieser Podcast ist. Als Jungvater ist Zeit einfach ein rares Gut. Und nachdem ich einer bin, der neben Job und Familie auch noch gern läuft und dort gern seine Ziele verfolgt und auf Abenteuer steht, brauche ich einfach einen Partner an meiner Seite, der mir dabei hilft, meinen Energiehaushalt so hoch wie möglich zu halten. Wie gesagt, neben der gesunden Ernährung habe ich mir einfach angewohnt, über die letzten Monate jeden Tag in der Früh mein AG1 von Athletic Greens zu nehmen. Das heißt, ich stehe auf, gehe zum Kühlschrank, nehme AG1 raus, einen Löffel in den mitgebrachten Shaker, Wasser reinschütteln, trinken, fertig. Ich brauche mir keine Gedanken mehr machen und ich weiß, dass ich versorgt bin. Es ist einfach der Vitaminkick, den ich brauche in der Früh. Es gibt mir Kraft von innen und lasst mich einfach auch um 5 in der Früh meine Abenteuer starten, während die Familie noch schläft. Wenn ihr jetzt auch denkt, das ist was ich ausprobieren will, dann gibt es speziell für die Hörer des Podcasts ein Angebot. Wenn ihr ein Abo von Athletic Greens abschließt, dann bekommt ihr 5 Travel Packs und ein Jahresvorrat an Vitamin D3 dazu. Ihr könnt dazu auf athleticgreens.com/laufendentdecken gehen und das Abo dort abschließen. Es ist beliebig anpassbar, es gibt eine 60 Tage Geld zurückgarantie, ihr habt kein Risiko dabei, ihr könnt AG1 noch einmalig bestellen, allerdings gibt es dann das Vitamin D und die Travel Packs nicht dazu. Genau, wenn ihr jetzt also denkt, das ist genau das, was ich brauche, dann geht es eben auf athleticgreens.com/laufendentdecken und überzeugt euch selbst von der Kraft von AG1. Genau. Auch heute möchte ich mit mir den wunderschönen Peter begrüßen. Ah, grüß euch. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber der Flo hat tatsächlich so ein bisschen Herzerl in die Augen. Ja, immer wenn ich dich sehe, Peter, habe ich Herzerl in die Augen. Das verstehe ich. Das geht mir auch so, wenn ich mich sehe. Das heißt, dass du jeden Tag in der Früh, wenn du in den Spiegel schaust, Herzerl in die Augen? Ja. Respekt. Respekt. Wir sind aber heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns heute einen wunderbaren Gast eingeladen. Vielleicht so ein bisschen zu, warum wir ihn eingeladen haben. Wir hatten ja mal eine Folge über Super Sapiens und diesen Hype, den es gerade gibt, da um die Messung des Blutzuckers zur Hilfe der Performance, dass man weiß, wie man gerade performt, wann man isst und als neuer Trend quasi. Und da haben wir eine Zuschrift bekommen, der uns da eine neue Perspektive geben will. Und wir dachten, das ist so interessant, dass wir ihn gleich eingeladen haben. Und deswegen möchte ich Hallo sagen. Hallo Harald. Hi, grüß euch. Jetzt haben wir dich zwar erwähnt, warum wir dich eingeladen haben, aber magst du dich kurz ein bisschen vorstellen? Du bist ja auch Trainer und selber begeisterter Läufer. Wie kam es zu dem Ganzen? Trainer und Läufer da sein? Also da könnte man schon fast eine Stunde reden. Also ich habe im Prinzip von meiner Ausbildung her Sport und Mathematik studiert, eigentlich in Richtung Lernt. Habe das aber zwar abgeschlossen, aber nie ausgeübt, weil ich damals schon in einer Firma angefangen habe zu arbeiten, um meine Familie zu ernähren. Ich hatte damals schon Frau und Kind. Bin in dieser Firma hängen geblieben, weil es ein geiler Job war. Das war eine IT-Firma, eine noch kleine, die ist dann immer größer geworden. Der Gründer der Firma, mein Chef, hat jetzt die Arbeit in dem Sinn nicht erfunden und ist draufgekommen, dass es besser ist, wenn ich es mache und er auch Golf spielen geht. Und so habe ich dann diese Firma so 20 Jahre lang geleitet im IT-Umfeld. Wir hatten am Schluss dann knapp 100 Mitarbeiter, Geschäftsstelle in Rumänien, Geschäftsstelle in Deutschland. Und ich habe während dieser Zeit auch noch Familie, 3 Kinder gehabt und so weiter. Und das war meine Hochblütenzeit, was sozusagen den Ausdauersport betrifft. Ich selber muss dazu sagen, das Letzte, was mir beim Sportstudium, beim ersten Studienabschnitt damals gefehlt hat, war der 5000-Meter-Lauf. Den habe ich nicht geschafft, weil ich das nicht angebracht habe. Ich war zu langsam. Ich habe Laufen immer gehasst, beim Bonusjahr gehasst, beim Sportstudium gehasst. Ich bin ein guter Sprinter, ich war auch in der 4x100-Meter-Staffel der Uni in der Auswahl, bin also wirklich flott, habe auch Zehnkampf gemacht, komme eigentlich vom Turnen und Ausdauersport war für mich das Letzte, was man überhaupt machen kann. Aber mit einem Job und 3 Kindern und dann wenig
Zeit und Sport wächst dann immer an die Wampe und mit 35 habe ich begonnen zu denken, naja, man könnte was tun, habe mit dem Laufen wieder begonnen, war ein riesen Debakel natürlich. Aus dem Hintergrund heraus, man muss wissen, damals war es so, dass man die 5000 Meter unter 22 Minuten laufen musste, um ein Genügend zu bekommen. Ja? Das ist ja durchaus schon knackig. Also das ja, aber in meinem Hinterkopf war, also 22 Minuten für 5K ist sozusagen das langsamste, was man laufen kann, weil es reicht ja gerade mal für einen Vierer. Ich bin übrigens 21,57 gelaufen, um diesen Vierer noch irgendwie zu ergattern. Und bin also immer weggewieselt wie ein Volltrottel, was dann immer sehr kurz gedauert hat, um dann erschöpft zu sagen, Laufen ist ein Scheiß. Und immer wieder draufgekommen, learning by doing, wenn man dann langsam läuft, geht's ja auch. Und dann ist das irgendwie dann doch geschmeidiger, das Ganze. Ja. Na, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann sozusagen über die übliche Prozedere mit 10K, Halbmarathon, Marathon in das Ganze hineingeschlüpft. Bin dann relativ schnell einmal zum Triathlon abgebogen. Das war damals auch noch eine relativ geschmeidige Sache, weil ich kann mich erinnern. Warum? Bitte? Warum? Achso, Laufen ist und Laufen ist so schön. Warum? Nein, das war damals. Naja, das war wirklich. Also, mein bester Freund, der ist mit mir damals 2001, den ersten Marathon gelaufen. Wir sind knapp über, also 4 Stunden 40 oder 34 gelaufen und 2002 muss es gewesen sein. Und dann hat er irgendwie mal zu mir gesagt, Alter, mein bester Freund, der andere, der macht den Ironman. Und ich dachte, was ist Ironman, was ist denn das? Dann habe ich mal erkundigt, das sind ja vollkommen angerannte Leute, die so einen Scheiß machen. Und dann sagt er zu mir, das mache ich auch. Und dann habe ich gedacht, Ich würde heute noch unterschreiben, dass das vollkommen angerannte Leute sind. Und dann habe ich gedacht, na, du bist ja wirklich ein Volltrottel, das gibt es überhaupt nicht, du bringst dich ja dabei um. Aber er ist ein sehr hartnäckiger Mann und hat dann im Jahr 2003, also ein Jahr nach dem Marathon, tatsächlich diesen Ironman gefinisht. Dann habe ich mir gedacht, ich meine, der ist den Marathon genauso schlecht gelaufen wie ich, das macht ein Ironman, das kann ich auch. Das war irgendwie die Überlegung dazu. Freunde. Okay. Ja, genau. Jetzt verstehst. Das übliche, wer hat den längeren? Das kann man so nicht stehen lassen. Und dann hatte ich wieder, dann zufällig habe ich wieder Kontakt aufgenommen mit meinem ältesten Schulkollegen, der immer schon Ausdauersportler war und sein guter Marathonläufer, sein 3-Stunden-Marathon-Heini. Und mit dem habe ich dann auch immer gemeint, hey, das mit dem Ironman, das klingt irgendwie lustig. Und er hat gemeint, ah ja, das machen wir. Und gesagt, getan, Rad gekauft, irgendwie angefangen zum Schwimmen. Und wir haben uns dann im April 2004 für den Ironman in Kärnten, der im Juli stattfindet, angemeldet. Weil damals war das überhaupt kein Problem. Da hättest du dich nachmelden können auch noch. Da war überhaupt kein Hype oder so ähnlich. Und dann... Da hat es eh nur, in so, Österreich hat es nur Klagenfurt und Bodersdorf gegeben, oder? Ja, Bodersdorf hat es auch gegeben, genau. Es hat auch damals kaum Olympische gegeben. Die Halbdistanz wurde erst erfunden zu diesem Zeitpunkt. Die gab es noch gar nicht. Du konntest also entweder Olympisch machen oder Ironman. Dazwischen gab es nichts. Mein Vater hat das auch da damals zu dieser Zeit in Bodersdorf gemacht und wurde dann in der Zeitung erwähnt, weil er war der letzte Teilnehmer, der ins Ziel gekommen ist. Sie haben das Ziel schon abgebaut. Ja, das da war ich, glaube so, ich, sogar dort. Es war irgendwie so 30 Sekunden vorm Zielschluss. Ja, aber du, in Bodersdorf, ich war dort mal zuschauen, glaube ich, 2003, um mir das mal zu geben ungefähr. Und da, erstens waren das, glaube ich, 50 Maxeln. Genau. Das ist komplett an der örtlichen Bevölkerung vorbeigegangen. Also die haben sich gewundert, warum einer läuft. Und wer länger als 10 Stunden gebraucht hat, war eigentlich schon ein Loser. Also die das gemacht haben, das war also 10 Stunden Heinis. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, nach 11 Stunden haben die angefangen, das Ziel abzubauen. Genau. Und das ist also echt, mittlerweile weiß man ja, dass das echt starke Leute sind. Ja. Also die Zeit noch, Wahnsinn. Ja. Und die haben sich damals einfach so buddelnackert umgezogen halt dort irgendwo in der Wechselzone. Das war alles noch ein bisschen anders. Naja, und dann habe ich diesen Eiermann da gemacht und nachdem ich da ins Ziel gekommen bin, war ich der Meinung, jetzt kann ich alles. Also es gibt nichts, was ich nicht kann, das geht. Und ja, und dann hat sich das irgendwie begonnen. Ich habe dann irgendwie jedes Jahr so diese Eiermänner gemacht, nach dem Motto, das hält mich fit, das ist ganz gut. Bin dann auch beim Laufen so ein bisschen in die Ultra-Geschichten abgewandert, habe so ein paar Ultras gemacht, auch ein bisschen durch die Wüste gelaufen. So. Das war schon recht fein. Und hat mir auch dann irgendwie getaugt und das mache ich eigentlich nach wie vor. Also Triathlon habe ich schon länger keinen mehr gemacht.
weil ich einfach keine Zeit habe, witzigerweise, seit ich Trainer bin. Sehr weise, sehr weise. Nein, so ist es. Ne? Ich bin leider nicht weise, weil ich habe gedacht, 2024, das ist das 20-Jahre-Jubiläum, starte ich wieder in Klagenfurt. Man höre es hier mit offiziell auch. Und ich habe heuer wieder an, ich fange jetzt wieder an zu schwimmen. Ich habe das hier zuerst gehört. Ja, genau. Nein, weißt du, ich stehe einfach 2 bis 3 Mal die Woche am Beckenrand und komme selber nicht zum Schwimmen. Und jetzt habe ich das irgendwie so eingeführt, dass ich selber auch wieder schwimme. Und jetzt waren wir gerade auf Trainingslager in Cesenatico, da bin ich auch wieder Rad gefahren. Zwar mit der Cappuccino-Gruppe, aber immerhin, es war Radfahren. Und heute habe ich sogar meinen Zeitfahrer ausgepackt. Aber genau, heute das erste Mal. Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört. Das heißt, von selber machen, Triathlon machen, Ultras laufen, so durch die Sahara laufen, weil warum auch nicht? Kann man ja immer mal machen. Genau. Und dann ist irgendwann... ist es zur Passion geworden, auch anderen Menschen das weiterzugeben? Also hast du dir dann irgendwann so reingetigert, dass du gesagt hast, jetzt da weiß ich schon so viel drüber, jetzt kann ich es einem anderen auch erzählen? Naja, das habe ich eigentlich immer schon gemacht, weil wenn ich was mache, dann wollte ich immer wissen, also ein bisschen mehr wissen dazu. Und da hat mir natürlich mein Studium ein bisschen geholfen dazu. Wir hatten zu meiner aktiven Zeit auch ein eigenes Triathlon-Team. Da sind wir für die österreichische Krebshilfe gestartet, haben Kilometer gesammelt und haben Sponsoren gehabt und so weiter. Und da habe ich auch für die ganzen Leute Leistungsdiagnostik und so weiter gemacht. Und das Zeug, das war immer schon meine Passion. Und eigentlich war es so, dass ich relativ der Meinung bin, dass der Ausdauersport mich davor bewahrt hat, in ein Burnout im Beruf zu kommen. Da bin ich recht sicher, dass das so war. Und es war so, als ich da durch die Wüste gelaufen bin, war ich ein Versuchsobjekt. Man hat mir damals so umgehängt, so einen 24-Stunden-EKG, mit dem ich dann die Woche unterwegs war, um meine Herzratenvariabilität zu messen und die Belastung bei so einem Lauf zu messen. Das hat mich dann sehr interessiert. Habe mich dann da auch hineingetigert in das ganze Thema Herzratenvariabilität. Da habe ich auch dann meine Masterarbeit drüber geschrieben. Gibt sogar das Buch bei Amazon. Kleiner Spoiler, wenn man das kaufen möchte. Ja. Verlinken wir in den Shownotes. Bitte? Verlinken wir in den Shownotes, damit das die Hörer dann jetzt sich anhören können. Und wenn noch der Longjog vorbei ist, nachlesen und draufklicken, weil das geht meistens dann während dem Laufen so schlecht. Genau. Naja, wie soll ich sagen? Und das hat mich dann wieder gebracht mit der Herzratenvariabilität und Burnout, Prophylaxe und das hat mich dann so gebracht, nach 20 Jahren IT zu sagen, so 20 Jahre IT sind genug, die nächsten 20 Jahre mache ich was anderes. Das ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her und habe mein jetziges Unternehmen gegründet. Eigentlich mit dem Hintergrund betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja? Also das heißt, wir haben zwei Stoßrichtungen. Das eine ist, für Firmen Dinge zu bieten, für die Mitarbeiter, aber eben auch im Privatbereich Trainingsplanungen und Trainingsbetreuung anzubieten im Ausdauersport. Das hat sich dann irgendwie so dann entwickelt und das ist dann immer mehr geworden. Hab dann, wie das Leben so spielt, durch Zufall 2013 den Lemmerwerk getroffen in den Stockerauer Auen und weil er dort herumgelaufen ist, damals war er noch im Flüchtlingsheim untergebracht und habe zum Lemmerwerk gesagt, naja, was ist, willst du vielleicht bei uns mittrainieren? Und er hat gesagt, yes, why not? Also damals war er noch nicht so deutschsprachig und mit dem Lemmer habe ich dann die letzten Jahre natürlich gemeinsam verbracht und das war auch sozusagen natürlich der Schritt in den Spitzensport selber mit Olympischen Spielen letztes Jahr sozusagen als Krönung von dem Ganzen. Das ist ja auch flotterer. Der hat jetzt mit die 5000 auf 22 Minuten nicht so große das Thema. Richtig, genau. Also für ein Lema ist so 3,45 ist ein Long Joke, ja. Ja, für mich genau, auch 3 Stunden 45. Ich wollte gerade sagen, bei einem ist halt der Schnitt. Der Schnitt, genau. So ist es halt, naja, weil das ist ja gelaufen, da beim Wings for Life ist er das 5 Stunden lang gelaufen. Also ein gutes Longjog-Tempo. Und damit war natürlich der Schritt sozusagen in den Spitzensport ein bisschen vorgezeichnet. Also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, die großen Marathons und so hinein. Viele Aufenthalte in Äthiopien mit Höhentrainingslagern und all diesen Sachen. Und wie das so ist, also mit dem Tun kommt die Erfahrung und das ist sozusagen das Hauptaugenmerk. Und ich mache halt nichts anderes. Ja. Also ich bin hauptberuflich Trainer, ich lebe davon, das zu machen. Und das war halt auch, wenn du dich erinnern kannst, so ein bisschen der Grund, warum ich damals den Kommentar geschrieben habe. Der hat zwei Aspekte. Das eine war der Inhalt,
wo ich der Meinung bin, um das vorsichtig auszudrücken, da waren Dinge dabei, die man so nicht als korrekt würde zulassen. Mhm. Und das Zweite war, das ist halt in unserer Profession so und das ist etwas, was mich wahnsinnig wundert. Ja? Weil es gibt viele, viele Berufe, für die man, wurscht was das ist, eigentlich meistens eine Zeit braucht, um den Beruf zu beherrschen. Meistens folgt zuerst eine Ausbildung über mehrere Jahre und dann die Erfahrung, dann kann man diesen Beruf gut. Und es ist wurscht, ob es ein Handwerk ist oder irgendwas anderes. Nur beim Sport ist das irgendwie nicht so. Da reicht's quasi, wenn man einen Wifi-Kurs über Wochenende macht oder bei irgendeiner schwindeligen Akademie sich ein Zertifikat holt. Ja, das kann ja jeder eigentlich Akademie gründen, Zertifikate gehen und schon ist man da Trainer. Was ja auch noch wurscht wäre, aber das Lustige ist, dass die Kunden, und das ist ja das Hauptwort, die akzeptieren das. Ich meine, ich habe als Trainer eigentlich die Lizenz zu töten, ja? Weil, ja, wenn ich was sage, die Leute machen das, normalerweise machen sie das, und wenn ich das falsch sage, dann werden sie sich verletzen und es wird nicht gut für ihre Gesundheit tun, aber es ist komisch, kein Mensch würde zum Arzt gehen, der sagt, ich bin eigentlich Installateur, aber in meiner Freizeit bin ich auch Arzt, weil ich habe ein paar Bücher gelesen, oder umgekehrt, ich bin Arzt und eigentlich kann ich auch ein bisschen Installationen auch machen. Wobei, bei IT-Menschen ist es jetzt nicht so anders. Also da kennt auch jeder irgendwen, der auch, weiß ich nicht, beim Nachbarn einen Rechner aufgesetzt hat und seitdem ist er der Internet-Experte für eh alles. Genau. Und wenn du die medizinischen bleibst, dann gibt es irgendwie diese Gurus und möchte gern Esoteriker, die würden auch von sich behaupten, sie kennen sich aus, obwohl sie nicht studiert haben. Also ich glaube, das ist so ein grundsätzlich rein menschliches Phänomen. Und in der IT sagt man, das ist immer dieses gefährliche Halbwissen. Die Leute, die gar nichts wissen, wissen, dass sie nichts wissen. Die Leute, die viel wissen, okay, die wissen es auch, aber wenn du so halbart weißt, wenn du so ein bisschen was weißt und auch manchmal ein bisschen recht hast, das ist halt gefährlich, weil du dich halt dann für wissend hältst und auch sicher oftmals, oder in den meisten Fällen unterstelle ich den Leuten ja nichts Böses, aus gutem Willen heraus, meinst das Richtige zu empfehlen, aber dir hat noch irgendwie die Erfahrung fehlt. Deswegen unterscheide ich ganz gern zwischen Profis und Experten. Profis sind Menschen, die für irgendwas gezahlt werden. Die machen das halt professionell. Das heißt aber nicht lange, nicht, dass sie es kennen. Und Experten ist jemand, der was weiß. Das heißt aber nicht lange, dass er dafür gezahlt wird. Ja, wobei, wenn man zum Beispiel sich so Studien anschaut, da gibt es ja die verschiedenen Evidenzen. Also was ist eine hohe Evidenz und was ist eine niedrige Evidenz? Also wie gut ist die Studie sozusagen? Ja, und in dieser Evidenzskala ist zum Beispiel sehr weit oben, wenn man so eine Doppelblindstudie macht, Placebo kontrolliert und diese Dinge, das ist schon sehr aussagekräftig. Und die niedrigste Stufe ist ein sogenanntes Expertenwissen. Also wenn ein Experte etwas sagt, dann zählt es mehr oder weniger Öfe in Wirklichkeit, also studientechnisch gesprochen. Also ohne dem. Und Experten haben wir ja wahnsinnig viele. Da gibt es ja in jedem Bereich gibt's einen Experten. Für und gegen alles. Genau, und darum heißt der heutige Beitrag ja auch, wir wissen nichts. Richtig. Genau, weil ich sehe das tatsächlich so, dass ich immer wieder drauf komme, was ich alles noch lernen kann oder was ich noch sozusagen eigentlich nicht gut genug weiß. Also für meinen persönlichen Anspruch. Und bei Sport ist es genauso wie überall anders. Das ist ein Handwerk. Du lernst das Handwerkszeug und wie man jemand im Bereich Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit trainiert, das kann man tatsächlich lernen, also die Grunddinge. Und dann ist schon vorbei. Weil wie man es dann anwendet, das erzählt ja dann kein Mensch mehr. Und für mich ist immer dieses klassische Beispiel die Trainingslehre. Die Trainingslehre, das ist sowas wie eine Grundbibel, die jeder mal lernt. Da gibt es zum Beispiel ein Buch von Herrn Weineck, das wird in jeder größeren, besseren Institut wird das verwendet. Da stehen so Sachen drinnen wie Periodisierung und sonstige Dinge, kennen wir alles. Ja. Ich möchte einen Trainer kennen, einen einzigen, der es geschafft hat, für einen Athleten eine Jahresplanung zu machen mit Periodisierung und dass das genauso durchgezogen wurde, wie er es am Anfang geplant hat. Das kenne ich nicht. Das Leben ist viel zu komplex, als dass ich weiß, was in 3 Monaten ist. Der hat eine Verkühlung, der ist verletzt, da kommt der Geburtstag, da kommt dem Job irgendwas dazu. Keine Ahnung, was dazwischen kommt, aber es wird ständig adaptiert. Ständig.
Und nirgendwo hat der liebe Gott beschlossen, der Körper kennt eine 7-Tage-Woche und weiß genau, nach 3 Wochen Belastung machen wir eine Woche Entlastung, ja? Weil die Muskeln wissen, heute ist Sonntag, heute mache ich Pause. Interessant, natürlich sozusagen steckt da viel Wahrheit drinnen, ja? Aber ich zum Beispiel, ich mache keine Periodisierung bei meinen Athleten im Sinne einer Planung. Achso, die kriegen einfach immer Gas. Die kriegen fast immer Gas, aber nur so lange, bis sie mir rückmelden, ich werde jetzt müde. Okay. Und ich plane auch nie länger als eine Woche im Voraus, weil länger als eine Woche im Voraus ist vollkommen für die Wüste, sozusagen zu planen. Außer ich bin einmal auf Urlaub, dann sind es 2 Wochen, aber sonst nicht, ja. Weil du musst einmal schauen, wie es den Leuten geht, weil jetzt abgesehen von den Profis, von denen wir ja nicht viele haben, ja, du bist ja kein Roboter. Und du kannst heute nicht sagen, wie dich der Arbeitstag am Mittwoch, weil dir irgendjemand am Arsch gegangen ist im Büro und dich voll zur Sau gemacht hat, wie der sein wird. Und wenn das so war, kannst du am Abend das Training schon vergessen. Hat nicht die Qualität, weil du schon vollkommen belastet da reingehst. Und zwar von dem, was den ganzen Tag passiert ist. Ja? Oder wie du geschlafen hast, weil vielleicht das Kind dich aufgeweckt hat und so weiter. Das heißt, die Müdigkeit besteht aus vielen, vielen, vielen Faktoren. Und meine Athleten müssen lernen, in sich hineinzuhören. Und ich will ja auch mündige Athleten haben. Also ich finde das super, wenn einer sagt, du, ich habe das heute abbrechen müssen oder ich habe gescheiter gefunden, ich habe es abgebrochen, weil das war halt, hat sich nicht gut angefühlt. Dann kriege ich sofort das Feedback und dann passen wir das Training an. Aber nur so funktioniert das. Wir sind ja keine Maschinen, du bist nicht programmierbar. Und du brauchst nur 2 Tage, Entschuldigung, jetzt kommen wir noch zum Zucker, 2 Tage lang Scheiße gegessen haben und das Training am 3. Tag ist für die Wurst. Ja, ist klar. Aber nur ein bisschen dagegen, aus einer reinen Trainingsdings oder glaube ich, hast recht, aber was mir persönlich immer ich habe einen Trainingsplan für eine Woche schwerer fällt, ist für mich persönlich die Planbarkeit. Also ich verstehe schon, dass 3 Monate zum Beispiel unrealistisch sind, weil keiner kann in die Zukunft lesen und das ist ja alles irgendwie nur, also ich sage immer, in der IT, das ist professionelles Kaffeesudlesen. Aber so 2 bis 3 Wochen finde ich persönlich jetzt für meine Planbarkeit, dass ich auch mit, wenn du sagst, mit Familie und so, damit du das irgendwie koordiniert bekommst, ist mir eine Woche fast immer ein bisschen zu kurz, weil ich dann nie weiß, wenn ich mal was ausmachen will, was in einer Woche weiter dann wirklich los ist, trainingstechnisch. Genau. Aber das ist, glaube ich, so, da muss man so ein bisschen das Mittelmaß finden dann für die jeweilige Situation des Athleten. Und ich glaube, das ist doch das, was ich so ein bisschen. Es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, was der Athlet quasi, also wie der tickt, weil es gibt ja Athleten, die da quasi jedes Training umdrehen. Wurscht, was du reinschreibst, macht er halt irgendwas anderes, weil heute, weiß ich nicht, der Zehennagel eingerissen war oder irgendwas. Dann wird es halt schwierig. Beziehungsweise, wie das Ziel ausschaut. Wenn irgendwer sagt, ich möchte bitte einen Halbmarathon laufen in einem Jahr, dann bin ich viel flexibler wahrscheinlich, wie wenn ich sage, okay, ich meine, wenn es jetzt ein Profi ist, wieder eine ganz andere Liga, aber wenn jetzt irgendwer sagt, hör zu, im Sommer war gerade Ironman in Klagenfurt angesagt, Zielzeit X, dann muss der sich ja auch bewusst sein, dass dann halt Zeitaufwand Y da sein muss, weil mit 2 Stunden die Woche kriegst du das halt nicht hin. Das stimmt, aber ein paar Repliken dazu. Also noch einmal, wir reden nicht von Profis, wir reden von normalen Menschen. Zu dir, wo du gesagt hast, 2 bis 3 Wochen. Für mich gibt es 3 Prioritäten. Priorität Nummer 1 ist immer die Familie. Dann kommt der Beruf, je nachdem, und dann kommt erst der Sport. Das heißt, der Sport richtet sich nach den anderen beiden Dingen. Mhm. Weil nur wenn die stabil sind, kannst du deinen Sport auch sauber ausüben. Sonst geht das nicht. Ja? Und eine Woche im Voraus weiß man schon ganz gut, wie es mit Familie, Job und so weiter ausschaut. Und dann kann man die Woche voraus planen. Weil dass du Sport betreiben wirst, und genauso wie du gesagt hast, Peter, in einem richtigen Umfang, du weißt, das Ironman, sagen wir, zwischen 10 Stunden ist die Unterkante und 20 waren besser und wir strecken uns halt nach der Decke. Das ist so. Was die Compliance betrifft, ich sehe ja genau, was die Leute machen. Also die sind ja komplett transparent bei mir. Also das ist ja nicht so, dass sie sagen, ja, ich habe es gemacht, sondern ich sehe das ja am Computer mit den Daten, die sie haben. Ich meine, ich kann auch meine Katze laufen lassen natürlich, das wissen wir. Hat schon der Klaus Eckel so gemacht, aber
normalerweise funktioniert das eigentlich ganz gut. Und statt einer, Zwiften mit der Salatschleuder. Ja. 500 Watt eine Stunde, kein Problem. Perfekt, genau. Und wenn einer nicht compliant ist, dann fliegt er raus. Oder ich nehme ihn gar nicht. Ich habe ja zu den Leuten immer ein Vorabgespräch, damit sie wissen, wie ich arbeite. Und ich bin momentan in der glücklichen Lage, dass ich jetzt eigentlich voll bin. Also im Sinne von, ich habe kaum Kapazität, noch einen Athleten dazuzunehmen. Das ist natürlich ein Privileg, das ich habe, das ist mal klar. Und es ist auch immer wieder mal ein Kommen und Gehen. Also ich habe schon, aber wenn das nicht zusammenpasst, dann trainieren die Leute nicht bei mir. Das wollen nicht bei mir trainieren oder ich will mit ihnen nicht trainieren. Also das, wie du sagst, da finden sich schon die richtigen Leute zusammen. Wer das so möchte, findet das so. Und eigentlich was ich witzigerweise nie verstehe, ist die Leute, die eben dann einen Trainer haben oder sich Trainingspläne schreiben lassen und dann irgendwas machen. Weil das ist für mich so der Zugang. Wenn ich schon einen habe, der sich um das kümmert, das heißt, ich muss nicht daran denken, ich outsource das und ja. ich bin quasi Empfänger und deswegen tue ich dann auch immer, was mir gesagt wird, weil für was zahle ich das dann? Und dann verstehe ich auch nicht, ganz ehrlich, vielleicht bin das halt ich, dass man sich dann irgendwas macht. Weil ich denke mir, dann kann ich in der Heftel gehen, mir Runner's World rauspicken, mir das selbst zusammenbasteln und auch irgendwas machen. Dann habe ich genau denselben Effekt. Da gebe ich aber nicht 100 Euro pro Monat dafür aus. Aber so ist es. Nein, richtig, genau. Aber das muss ich sagen, das sind bei mir eh nicht die Leute. Also das machen sie vielleicht am Anfang einmal und dann gibt es ein Gespräch, wo ich sage, also entweder wir ändern das oder wir gehen wieder unterschiedliche Wege und dann gehen wir unterschiedliche Wege oder sie ändern es. Eins von den beiden. Ja. Beides passiert, beides okay. Wie gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Trainertypen und so viele gute Trainer da draußen, ja, auch. Und für jeden gibt es jemanden, der am besten zu einem dazu passt, von der Art und Weise, wie man miteinander redet, der Zugang, den man hat. Mein Zugang, also gerade was Triathlon betrifft, ist sowieso ein relativ extremer, muss man sagen. Da mache ich viele Sachen anders als alle anderen. Das taugt auch nicht jedem, weil das verunsichert die Leute. Das muss man so sehen. Auch beim Laufen sozusagen machen wir Dinge einfach anders als andere. Aber erstens haben wir Erfolg dabei und die Leute vertrauen mir. Und ich will sehr mündige Athleten haben. Also wenn mich einer fragt, warum machen wir das, dann kann ich es immer erklären, warum wir es tun. Ja. Ob ich recht habe, weiß ich ja nicht. Also ich glaube, dass ich recht habe, aber ich habe zumindest einen Plan. Also ich wüsste, warum ich das so tue. Versucht es auch sehr individuell zu machen, weil ich brauche meistens 6 bis 8 Wochen, bis ich verstehe, wie ein Athlet oder eine Athletin funktioniert. Ja. Frauen sind auch ganz anders zu trainieren als Männer zum Beispiel. Ja. Da muss man einfach andere Dinge tun. Ne. Das ist überhaupt ein interessanter Punkt, weil wir werden ja dann noch auf Studien zu sprechen kommen und dort sind ja dann sind so oft die männlichen Probanden, an denen das dann ausprobiert wird. Und da vergisst man oft, dass der weibliche Körper anders ist und dass dass das einfach anders reagiert und dass man da eigentlich eine viel speziellere Forschung betreiben müsste, aber das halt aus diversen Gründen nicht gemacht wird. Was mich aber noch interessieren würde, du sagst, du machst zumindest beim Laufen anders. Diverse Gründe? Ist es nicht einfach nur fette Ignoranz? Weiß ich nicht. Ich wollte das jetzt politisch korrekt ausdrücken, oder niemanden da irgendwie auf die... Achso, ich dachte, es wird einfach großflächig wirklich ignoriert und so, ja, gibt's auch. Keine Ahnung. Vielleicht hat es auch Geldgründe, ich weiß es nicht. Aber mich würde interessieren, was du so anders machst, weil das hat mich jetzt ein bisschen mein Interesse geweckt. Da kommen wir wieder dazu, da schließt sich ein bisschen der Kreis, wie gesagt, der Trainingslehre. Ja. In meiner Beobachtung kopiert ja einer vom anderen im Prinzip. Ja. Und die Trainingslehre sagt uns, die allgemeine Trainingslehre, nicht sportartspezifisch, was sagt sie uns, womit beginnen wir? Frage an euch, wenn du ein Training beginnst, sozusagen, was ist sozusagen das, was man so tut im Winter zum Beispiel? Grundlage. Richtig, die Grundlage. Also mein Lieblingsthema, die Grundlage. Ja. So, Grundlage oder Grundlagenausdauer dient ja dazu, den Stoffwechsel hauptsächlich einmal zu verbessern, damit du möglichst lang gut über die Runden kommst, ja? Um deine Kohlenhydratspeicher, jetzt sind wir schon fast ein bisschen beim Thema, zu schonen und möglichst viel Fett dazu zu mischen, brauchen wir eine gute Grundlage, richtig? Ja.
Okay, sind wir uns da einig. So, wie lange kommt man mit den Kohlenhydratspeichern ungefähr aus? Das allgemeine Wissen sagt 1,5 Stunden, glaube ich. Perfekt, richtig. Sagen wir mal 1,5 Stunden. Jetzt könnten wir uns auch darauf einigen, dass jetzt beim Laufen jeder Bewerb so Halbmarathon aufwärts etwas ist, das ziemlich viel Grundlage erfordert, oder? Ja. Und beim Triathlon sind wir eigentlich schon fast bei jeder Distanz, die eigentlich Grundlage braucht. Naja, das in dem Moment, Distanz dauert wie lang? Die dauert ja auch schon. Naja, die Sprintdistanz, die ganz schnellen sind in einer Stunde vorbei, aber der Hobbit ist bei 1,30, sage ich jetzt einmal. Ja, also ja. Auch schon die Sprintdistanz und die Olympische sowieso ist auch schon ein Bereich, wo das mit den Kohlenhydraten sich nicht mehr so ganz gut ausgeht. Ja? Das heißt, die Hauptfähigkeit, die ich bei diesen Bewerben brauche, ist eine gut funktionierende Grundlage, oder? Würde ich sagen, also. Ich bin jetzt gespannt, vielleicht erzählst du, dass es falsch ist, aber ich wir reden jetzt weiter. So, wenn ich Geschwindigkeitstraining mache, Intensitäten einbaue, zum Beispiel, ja, hilft oder schadet es der Grundlage? Ich glaube, alles ist Grundlage. Also, nein, ich glaube nicht, also, ich würde nicht sagen, dass alles Grundlage ist. Ja, warum schaut jetzt der Grundlage nach? Ich würde nicht sagen, dass es, ich glaube, es baut grundsätzlich jetzt keine Grundlage auf. Du hebst dann vielleicht deine anaerobe Schwelle. Normalerweise sagt man, wenn man die Intensität erhöht oder so dann Geschwindigkeit aufbaut, dann geht das ein bisschen auf Kosten der Grundlage, weil man ja was anderes trainiert. Du kannst ja nicht immer alles gleichzeitig trainieren. Ja? Ach so, ja. Ja, weil du ja sehr, sehr hoch sozusagen im Kohlenhydratstoffwechsel bist, weil die Intensität so hoch ist, ja? Ja. So, und die üblichen Lehrbücher sagen, wir machen zuerst Grundlage und dann Geschwindigkeit. Ja. Oder? Ja, okay. Das heißt, je näher wir zum Wettkampf kommen, desto mehr hauen wir uns das zusammen, was wir beim Wettkampf eigentlich brauchen, nämlich die Grundlage. Ja. Und deswegen bin ich zum Beispiel ein Verfechter der sogenannten Reverse Periodization, also der umgedrehten Periodisierung. Das heißt, und da rede ich jetzt wieder, hier muss man unterscheiden zwischen einem kompletten Anfänger oder Leuten, die schon länger im Sport sind, so wie ihr. Da ist die Hauptaufgabe, und das mache ich sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen, im Winter machen wir die harten, kurzen Einheiten. Als wir noch die Halle hatten, machen wir im Winter 200er, 400er, und zwar mit den Marathonleuten, ne? Ja. Nicht mit den Sprintern, ja. Ja. Die harten Einheiten, die schnellen Einheiten und heben den Grundspeed. Und je näher es zum Wettkampf kommt, desto mehr gehen wir in die Grundlage hinein, wo wir dann auf einem erhöhten Speed-Level die Grundlage, nämlich genau die Hauptfähigkeit, die du bei einem Wettkampf brauchst, trainierst. Ja, genau. Und nicht im Winter, bei uns passt das sogar noch gerade dazu, weil im Winter ist ja eh Arsch Grundlage auf der Rolle oder am Laufbandel. Ja. Ist auch gar nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, weil das kann man dann genau machen, je näher man zum Wettkampf kommt, dass man auf einem erhöhten Geschwindigkeitsniveau genau diese Grundlage dann stabilisiert, weil das die Hauptfähigkeit ist, die ich beim Wettkampf brauche. Und nicht, ich baue mal eine Grundlage auf, die man dann zerstört. Das ist genau das, was du gemacht hast jetzt, der Flo, eigentlich, oder? Wenn für einen Marathon und so weiter. Genau, wie haben es immer gemacht. Wir haben meistens mit, also wie ich dann für die 100 Kilometer und ein bisschen mehr trainiert habe, haben wir meistens mit einem Frühjahrsmarathon gestartet, wo ich quasi über den Winter versucht habe, Speed zuzulegen und da halt die ganzen knackigen Sachen gemacht habe und dann hinten heraus quasi die Grundlage gehoben habe, um mit dem erhöhten Tempo dann quasi noch besser zu sein. Ja, und dann die langen Distanzen, weil also November, Dezember sind jetzt dafür die 4, 5, 6 Stunden Dauerläufe semi-geil. Nee, richtig. Richtig. Nein, und vor allem, wenn du über den ganzen Sommer hin Wettkämpfe hast, machst du sowieso dann das allerbeste Grundlagentraining. Also wenn es dann im Ultrabereich mehr bist macht, und irgendwie... Mehr macht er sowieso nicht mehr. Also auch hier, man muss es wieder unterscheiden. Bin ich beim Halbmarathon, bin ich beim Marathon, bin ich bei einem Ultra sozusagen oder bin ich beim Triathlon. Ja? Und das klingt jetzt wahrscheinlich alles schlüssig, was ich gesagt habe. Hoffe ich zumindest. Es stimmt halt auch nicht unbedingt. Weil wenn ich jetzt einen Anfänger oder Anfängerin von mir habe, dann kann ich das natürlich nicht so machen. Aber der geht ein. Dann muss ich tatsächlich einmal investieren, in die 2, 3 Saisonen überhaupt einmal eine Grundlage aufzubauen. Weil da ist gar nichts da. Da kann ich nicht mit Speed anfangen. Das muss ich dem Trainer sagen. Er hat mich frisch übernommen. Vor ein paar Monaten. Du bist kein Anfänger, Peter. Bei ihm schon.
Aber das finde ich grundsätzlich das Spannende. Also ich, wie gesagt, ich kenne mich da wirklich nicht gut aus, aber ich habe mich vor einem halben Jahr angefangen, so ein bisschen dafür zu interessieren, so ein bisschen zu lesen, aber ich bin weit weg, mich als Wissen zu bezeichnen. Aber es sind halt diese, ich glaube, was einen wirklich guten Trainer ausmacht, sind dann diese Nuancen, wie du sagst, ein Anfänger ist anders, ein Fortgeschrittener, und die Trainingslehre an sich, glaube ich, oder ist mein Gefühl, ist schon gut, um sich gerade am Anfang irgendwas festzuhalten, aber die wirklich Guten sind dann die mit dem Fingerspitzengefühl, und das kriegst du halt nur, wenn du das dann irgendwann einmal machst und so wie du dann 10 Jahre Erfahrung hast, das ist dann erst, wo du wirklich, wirklich gut wirst. Du musst den Sport verstehen. Du musst den Sport verstehen und was ist sozusagen das Kriterium, was für diesen Sport Leistung bestimmen ist. Die Trainingslehre selber ist ja ein sehr allgemein gehaltenes Ding, weil die Periodisierung, sprich, dass du B- und Entlastest, das stimmt ja. Du kannst nicht ständig belasten, das ist ja unmöglich sozusagen. Ja? Die Frage ist, muss ich genau einen 3-1er-Rhythmus machen mit Mesozyklen, Makrozyklen und so einem Schaß? Ich weiß nicht, wann der Wettkampf ist. Ja? Und da muss ich mir einfach hinarbeiten quasi, natürlich mit einem Plan dahinter, aber der Plan muss wahnsinnig flexibel sein und das kann wirklich nur eine grobe Leitlinie sein und nicht irgendwelche komischen Excel-Sheets, die man dann drüber stülpt und fertig ist, ja. Weil es gibt da draußen im Internet wirklich gute, also ich meine das ganz ernst, sehr, sehr gute Trainingspläne für einen Marathon, die also auf 3-4 Monaten basieren. Ja? Wenn man die genauso durchziehen könnte, hätte man wahrscheinlich einen guten Erfolg. Und die Frage ist, wie starte ich da in den Plan hinein und kann ich ihn wirklich so durchziehen? Das ist das Problem. Und ja. Ich muss ein Durchschnittstyp sein oder Typin, damit es auf mich passt. In dem Moment, wo ich schon ein anderes Problem habe, und dann geht das nicht mehr. Ja? Und das Schöne an meinem Job ist ja, es ist jeder anders. Ich kann nicht alles drüber stülpen. Jeder reagiert auf einen Trainingsreiz komplett anders. Talent, nicht Talent, die Arbeitssituation. Also ich habe Leute gehabt, die zum Beispiel bei mir waren und ein Sabbatical genommen haben oder zwischen zwei Jobs plötzlich 2-3 Monaten Zeit hatten. Ja? Was glaubst du, die für Fortschritte gemacht haben und draufgekommen sind? Nicht, weil sie mehr trainiert haben. Du kannst also, nicht plötzlich viel mehr trainieren, sondern weil die andere Belastung weg ist. Ja. Die Leute glauben immer, das spielt keine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle. Wenn zu Hause der Haussegen schief hängt, ja, wenn die Kinder dich nerven oder was immer ein Problem oder viel schlimmer, die Kinder sind krank oder du machst dir Sorgen, du hast im Job ein Problem, dann ist das Training, hat eine andere Qualität. Egal, wie toll dein Trainingsplan ist. Und du musst als Trainer vor allem aus meiner Sicht auch Coach sein und die Situation der Leute verstehen. Und die Leute müssen das Gefühl haben, dass du sie verstehst. Der Tom Wagner zum Beispiel, den wir ja schon im Interview gehabt haben, der hat, wenn wir beim Lindkogel gelaufen sind, hat er gesagt, naja, manchmal, wenn ein arbeitsreicher Tag ist oder viel Stress ist und der hat am Abend irgendwelche Intervalle, er kriegt zum Beispiel die Herzfrequenz gar nicht, er kriegt sie nicht nach oben, weil er gesagt hat, es geht sie einfach nach einem harten Tag gar nicht aus. Wenn aber der Trainer dann weiß, wie deine Lebenssituation ist, dann sieht er auch an den Daten, die er hat, noch immer, ob du quasi das Training durchgezogen hast. Unabhängig davon, ob jetzt da die Daten genau passen. Richtig, richtig. Oder dass du den Puls einfach nicht runterkriegst. Du sagst, ich laufe schon 20 Sekunden langsamer wie sonst, aber heute, keine Ahnung, mein Puls ist jenseitig. Ja, darum haben wir auch Trainings, die du eher so mit RPEs machst, also mit sozusagen wie so ein Anstrengungsgrad, um das mal auf Deutsch zu sagen. Und ich sage, okay, heute laufst du sozusagen einen Tempowechsel, wo du zwischen 4 und 8 in der Intensitätsskala von 1 bis 10 machst, dann ist eine 8 vielleicht einmal ein 5er Pace und wenn es da gut geht, ist ein 4,30er Pace. Aber an dem Tag war es eine 8. Aber im Endeffekt, wenn ich es jetzt zusammenfasse, du bist sehr datengetrieben auf der einen Seite, damit du die Athleten bewerten kannst oder schauen kannst, was da gerade abgeht. Ja. Und andererseits kennst du die Athleten aber und kannst auch interpretieren, was sagen die Daten, weil wenn ich nur auf die Daten eingehen würde, dann brauche ich ja keinen Trainer, weil dann lasse ich einen Algorithmus drüber laufen und so, ja, das kann ich automatisieren. Genau. Danke, Trainer. Das war's. So ist es. Und jetzt kommen wir, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem Super Sapiens-Thema eigentlich. Ja. Es ist ja so, in meiner Beobachtung, ihr korrigiert es mir, wenn ihr das anders seht, diese ganze Datengeschichte, angefangen vom Puls über Base und GPS und was der Geier, was da alles gibt. Und die ganze man muss vielleicht noch ganz kurz erklären, das ist Super Sapiens. Es geht da um diese Glukose-Wertmessung. Genau, es ist eine Echtzeit-Blutzuckermessung quasi, die man tut. Ja? Also man misst den Blutzucker in Echtzeit. Man hat hier, das kommt eigentlich aus der Diabetesforschung,
es ist, glaube ich, sogar derselbe Sensor, oder? Bitte? Also dieser Libre 2 Sensor ist de facto derselbe Sensor. Ja, genau. Also es ist ja eigentlich auch ganz witzig, dass die Firma Abbott, die diese Sensoren herstellt, einerseits quasi die World Majors sponsert, ja, und auf der anderen Seite mit einer anderen Marke, sozusagen mit Super Sapiens, auf den Markt geht und irgendwie ein bisschen verwirrend ist. Aber es sind die Abbott-Sensoren, da gibt es ja mehrere davon. Momentan dieser Sportsensor, den wir verwenden, ist ein eigener Sensor, der von Abbott hergestellt wird. Das ist nicht der Hauptglukose-Sensor, der Libre 2, es gibt den Libre 3 mittlerweile schon, mit ein bisschen dem Problem, dass der Spitzensport hat, weil der Sport Libre Sensor riegelt bei 200 ab und die normalen gehen bis 400. Ja. Gut, das ist ein technisches Detail, aber gehen wir mal zurück. Diese ganze Datengetriebenheit, und ich bin ja Mathematiker von der Ausbildung, also Naturwissenschaftler, und das taugt mir auch alles und man kann ja daraus rauslesen auch. Was mich daran stört ist, ich habe immer das Gefühl, die Leute machen das deswegen, damit sie dann am Ende des Tages die Verantwortung abgeben können an ihre Uhr. Die sagt mir schon, was ich jetzt machen soll. Ja? Und ich habe Athleten, die ich betreue, denen nehme ich die Uhr bei Wettkämpfen weg. Ui, verständlich. Und das sind oft die besten Wettkämpfe. Einer meiner Athleten war eh vor ein paar Wochen bei euch, sozusagen. Das ist so ein Kandidat, der das genau so braucht. Ja. Also der performt wirklich sehr, sehr gut. Also generell finde ich sehr gut. Aber wenn man ihm dann die Uhr wegnimmt, dann muss er nur noch auf sein Körpergefühl hören. Und plötzlich traut er sich viel mehr zu, als auf der Uhr sozusagen gestanden wäre. Funktioniert leider nicht bei allen. Andere brauchen wirklich die Uhr, weil die ja das andere Problem haben. Die würden sich sofort nach 3 Kilometer so abschießen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Da dient die Uhr zur Disziplinierung. Das ist der Peter. Das ist genau der Peter. Genau. Ja, ich mache das auch so. Ich lasse die Leute dann auch einfach ein paar Mal gegen die Mauer rennen und irgendwann lernen sie dann mit Erfahrung auch. Das ist nicht der Peter. Der wird auch das 5. Mal gegen die Wand laufen. Sehr, sehr flache Lernkurve. Sehr flache Lernkurve. Ich denke mal, wenn man es lang genug macht, einfach immer Gas geben und irgendwann geht es aus ihr aus. Ja. Und dann war es ein super Wettkampf. Ja, immer könnte es funktionieren. Naja, und jetzt kommen wir zu dieser Blutzuckermessung. Ja? Das ist sozusagen ein Indikator mehr, den man zur Verfügung hat, um seine Performance irgendwie vielleicht noch besser zu planen oder besser sich anzuschauen. Das ist die Idee dahinter. Die Idee finde ich prinzipiell super genial, weil das habe ich schon, ich habe so ein Labergerät, mit dem ich auf Trainingslagern ja nicht nur Laktat, sondern auch Harnstoff und auch Glucose messe, weil es mich immer schon interessiert hat, wie schaut die Zuckerbereitstellung aus. Ja? Nur das Problem ist halt, wenn du einen Zuckerwert nimmst, also Peak in den Finger und dann hast du einen Wert, das ist ja eine Funktion nullter Ordnung, die sagt da genau gar nichts aus. Ja. Also da weißt du nichts, außer den Wert. Du weißt nicht, ist der im Steigen, ist der im Fallen, wie schnell steigt er, wie stark fällt er. Du weißt nur 100 oder 120, aber wohin geht die Reise sozusagen. Das heißt, diese Echtzeit-Blutzuckermessung, wo man die Dynamik hineinbekommt, ist natürlich schon eine spannende Sache. Ja? Fakt ist jedenfalls, also das haben sich natürlich ein paar Fragen aufgestellt, weil meine Athleten haben das alle bekommen, weil die Vereine mit dem gesponsert wurden und da haben sich alle mich gefragt, was heißt denn das jetzt? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich habe ja tatsächlich keine Ahnung. Dann fange ich mal an zu recherchieren und siehe da, es gibt nichts. Und das war ja genau auch unser Problem und ich glaube, das haben wir auch damals besprochen gehabt, dass wir uns jetzt diesen lustigen Sensor da drauf geschnallt haben und da halt einmal 2, 3, 4 Wochen, glaube ich, lustig Daten gesammelt haben und dann bin ich vor dieser App gesessen und habe eine lustige Kurve vor mir gehabt und da macht cool, Kurve, bunt, schön, geil, und was mache ich jetzt damit? Genau. Und da ist dir halt versprochen worden, dass du dann, das musst du halt irgendwie studieren und es kommt drauf an und so. Was ich auch grundsätzlich verstehe, ist ja bei Herzfrequenz und all dem ganz anders, ja prinzipiell auch nicht anders. Aber es hat mich dann ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, dass ich mich da jetzt noch großartig reintigern muss, weil wirklich Sinn hat das jetzt, oder so offensichtlichen Sinn hat das für mich jetzt nicht gemacht. Naja, vor allem bei der Herzfrequenz hast du bei der Herzfrequenz hast du ja eine einfache Möglichkeit zu schauen, was ist mein Ruhepuls, nämlich indem ich schlafe, aufwache und schaue im Endeffekt, was mein Ruhepuls ist. Und wenn ich eine Ausbelastung mache, dann weiß ich, was mein Maximalpuls ist.
Das ist ja beim Blutzucker, soweit ich das jetzt da so mitgekriegt habe, einmal nicht so einfach. Und je nachdem, was du isst, trinkst oder atmest, verändert sich das auch. Und es ist bei jedem Menschen dann wieder ganz unterschiedlich, auf was er reagiert. Und also ich glaube, der Wert an sich ist schon mal viel komplexer wie eine Herzfrequenz. Ja, der gesamte Mechanismus ist wahnsinnig komplex, also der Blutzuckermechanismus, die Steuerung, ja, das ist wirklich ein unglaubliches Ding. Also wie gesagt, ich lese mich ja da gerade ein, um hier weiterzukommen, weil ich gedacht, okay, es gibt jetzt keine Papiere, also muss ich mal das selber erforschen, ja, und jetzt, deswegen ist der Grund, warum ich da eben versuche, jetzt mein Doktorat da drinnen zu machen, weil es gibt nichts, ja, und meine Theorie dazu ist, also ich finde es eine super Sache, überhaupt keine Frage, und aber Super Sapiens hat das jetzt so gemacht, dass sie die Sensoren deswegen auch hergibt, weil die selber Daten brauchen. Weil es eben keine Daten gibt und ohne Daten kann ich jetzt keine Aussagen treffen. Und die haben jetzt natürlich, die sammeln jetzt massivst Daten, um aus denen auch irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Das verstehe ich aber nicht irgendwo. Weil, also die Sensoren stellt Abbott her. Ja. Für quasi für Insulin-Junkies. Also für Diabetes-Kranke. Diabetiker, danke. Diabetiker und für Sportler und für, also es ist ja alles dasselbe Sensor. Und es wird ja alles quasi eingesammelt. Jetzt da ist, hat man jetzt aus der Diabetesforschung nicht schon unheimlich viel Daten, weil nur weil du Diabetiker bist, bist du ja kein Nicht-Sportler, sondern du bist halt Diabetiker zusätzlich. Das eine hat ja mit dem anderen nur peripher zum Tun. Ja, aber wenn du dich jetzt mit dem Blutzuckermechanismus beschäftigst, dann ist genau der bei einem Diabetiker krank und funktioniert nicht ordnungsgemäß. Das heißt, von einem Kranken quasi, wo das eigentlich nicht funktioniert, auf einen Gesunden zu schließen, wo es eigentlich funktioniert, nämlich der Ausstoß von Insulin und so weiter, ist leider nicht zulässig, ja, weil das mit einem anderen nichts zu tun hat. Das ist das Problem. Das Gleiche, wenn du eine HRV-Messung machst mit jemandem, der einen Schrittmacher hat. Damit ist die HRV-Messung sinnlos, weil sozusagen das ja quasi von außen gesteuert wird und das Vegetativum nicht mehr die Steuerung des Herzens hat. Ja. Das also heißt, die haben das also bis zu Super Sapiens quasi, wo sie den Sport gebracht haben und gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir nicht Diabetiker dazu. Genau, das ist der Clou. Ah, der Clou ist sozusagen, dass eigentlich das erste Mal, und auch wenn du so Papers schaust, fast alle Papers beschäftigen sich in Zusammenhang mit Diabetes oder Diabeteserkrankungen, die diese Blutzuckerdaten haben. Und die Sensoren und die Genauigkeit der Sensoren, die eigentlich, also da geht es um Temperatur, da geht es um Kalibrierung sozusagen, ja. Dass die Sensoren auf dem Level sind, wo wir jetzt sind, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist erst in den letzten 2-3 Jahren auf einem Niveau, wo man sagen kann, okay, das ist so genau, dass man mit dem auch arbeiten kann. Wir sehen es ja jetzt auch, es gibt trotzdem Sensoren, die einfach nicht ordnungsgemäß funktionieren. Ich habe jetzt gerade so einen gehabt, ja, der war von Anfang an für ein Popo. Ja. Das habe ich lustigerweise auch festgestellt. Ich habe ja versucht, das so zu applizieren immer, dass es einerseits ein bisschen im Training ist, aber eigentlich, dass die Wettkämpfe mitgetrackt werden, ja. Weil da schaue ich nicht drauf. Das erste war ein 5-Kilometer-Wettkampf. Das Ding ist mir beim Start durch die Decken gefahren, 200, und noch eine halbe Stunde nach dem Ziel ist der Wert unter 200 wieder gefallen. Das heißt, ich war einfach während dem kompletten Wettkampf außer dem Messbereich. Super, super. Naja, das ist war das. Halt für das genau. Das ist das Problem dieses Sensors noch, dass sie, und dass das liegt wiederum damit zusammen, du hast mit dem ganzen Thema immer die Zulassungsproblematik, ja. Deswegen sind die momentan in Europa so, weil in den USA ist es nicht zugelassen, weil es ein Medizinprodukt ist. Auch in der Kurzversion. Das heißt, musst es verschrieben bekommen. Deswegen kannst du es nur in Europa, in gewissen Ländern ja nur so over the counter kaufen oder verwenden, weil überall anders muss es dir verschrieben werden, dieser Sensor, weil es ein Medizinprodukt ist. Und mit dem Sportprodukt kann man das ein bisschen umgehen. Das andere wird wieder ein Medizinprodukt, ja. Weil prinzipiell, dass du mit dem Blutzucker über 200 warst beim Sport, also beim 5000er, ist jetzt so im Prinzip ein Zeichen gewesen, perfekt. Also ich weiß das von ich weiß das von als anderen, von Triathleten, aber auch vom Herrn Kipchoge, der ständig so um die 200 ist, wenn er Vollgas rennt, ja? Weil die Batterie Vollgas aus Strom zieht, aus Kohlenhydraten. Das musst du mal können.
das ist ein guter Wert im Prinzip, aber der Sensor, und ich habe mit einer, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, mit einer Firma gesprochen, die ich für mein Doktorat gerne hätte, die Getränke herstellt, die also Kohlenhydratgetränke für den Wettkampf sind. Ja, weil wenn ich die Studie mache, muss zumindest die Nahrungszufuhr genormt sein. Also nicht, dass jeder wieder was selber mischt, ja, sondern wir sagen, alle nehmen 500 Milliliter von diesem Getränk und dann schauen wir, wie reagiert es. Ja, und das sollte zumindest ein industriell. Und die haben auch eine große Gruppe von Sportlern, die sie sponsern mit diesem Ding. Und die haben auch gesagt, deren Problem ist, dass eben der Sensor nicht über 200 messen kann, weil dessen Spitzensportler, die müssen über 200 kommen mit dem Blutzucker in der Wettkampfsituation, da wissen sie aber nicht, was sie sind. Und die könnte man nicht ausstatten mit den normalen Sensoren, die weiter nach oben gehen? Oder das geht dann wieder nicht, weil dann müssten sie wieder verschrieben kriegen? So genau so habe ich das verstanden momentan, aber das ist ein Thema und vielleicht löst das die Firma Abbott und Super Sapiens dann eh irgendwann einmal mit dem neuen Sensor oder so ähnlich. Aber das ist zum Beispiel einer der limitierenden Faktoren im Spitzensport, ja? Oder auch schon im guten Hobbysport, wenn einer das gut kann, dass du dann hineinrennst. Ja. Anderes Beispiel. Hast du das Problem auch gehabt? Das ist mir auch aufgefallen beim anderen Wettkampf, nämlich beim Lindkugel, wo man gedacht hat, haha, da habe ich das Problem nicht, weil da laufe ich 5-6 Stunden. Da laufst du ja sicher nicht so hochtourig. War ja nicht. Ich war eigentlich immer unter der Performance-Zone, was auch immer das heißt. aber er hat einfach dazwischen offenbar 1,5 Stunden nicht aufzeichnet. Also, super. Jetzt appliziere ich mir das. Denk mir, du zeichnest auf und dann dazwischen passiert einfach nichts. Das heißt, ich kann wieder die komplette Aufzeichnung wegschmeißen. Ja, ja, genau. Nein, das kann durchaus auch ein Fehler mit dem Sensor gewesen sein. Ich hatte jetzt eben so einen fehlerhaften Sensor. Also muss ich auch ein bisschen aufpassen oder so mit den Daten. Aber wie gesagt, jetzt sind sie dabei, von gesunden Menschen, die Sport betreiben, die nicht diabeteskrank sind, Daten zu gewinnen. Ja? Und aus denen jetzt Schlüsse zu ziehen. Das merkt man auch sozusagen, da kommen ja so nach und nach Updates raus, Erkenntnisse, hey, du hast einen Rush und was ist ein Rush überhaupt und diese Sachen. Das kommt erst. Aber Fakt ist, wir wissen viel zu wenig noch, um aus dem steuernd einzugreifen, im Sinne des absoluten Wunsch ist der Leute, sagen mir aber viel, ich wann wo essen muss und alles wird gut. Ja? Nein, wird es nicht sozusagen, man muss überlegen. Bei mir war zum Beispiel die Tatsache, ich habe also mein Frühstück schaut eigentlich immer gleich aus. Das kann man fast Copy und Paste machen. Ja? Entsprechend schaut auch die Blutzuckerkurve danach aus und plötzlich hatte ich einmal 3 Tage lang hintereinander ist mal der Blutzucker beim gleichen Frühstück komplett durch die Decke geschossen. So wie du gesagt hast, nicht messbar. Also in die Umlaufbahn sozusagen. Ja. Und ich habe es eigentlich nicht verstanden. Und dann habe ich zufällig einen Blogbeitrag gelesen von einem, der so etwas Ähnliches geschrieben hat. Der hat gesagt, aber er führt es darauf zurück, dass er gerade 5 Zeitzonen durchschritten hat mit dem Flieger und extrem schlecht geschlafen hat. Ja. Und dann habe ich mich selbst erinnert, dass ich genau in diesen 2 Tagen ganz, ganz schlecht geschlafen habe. Also gefühlsmäßig gar nicht geschlafen habe eigentlich, warum auch immer sozusagen. Ja. Also offensichtlich ist die Schlafqualität und die damit verbundenen Hormone, die das ja auch mitsteuern, maßgeblich auch an der Regelung des Blutzuckers beteiligt, unabhängig davon, was du jetzt noch isst. Das heißt, da sind so viele Parameter, die ineinander greifen, die es zu bewerten gibt, die es zu beeinflussen gibt, dass es wahnsinnig schwierig ist, da wirklich was rauszulesen. Und mein Ziel ist ja jetzt, im Rahmen meines Doktorats eine Studie zu machen, jetzt ich muss das irgendwie eingrenzen, ich habe gesagt, okay, wir nehmen den Marathon. So, Marathon ist lang genug, aber nicht so lange. Da ist die Ernährung schon ein wichtiger Faktor, dass die gut funktioniert, da brauchen wir nicht reden drüber, um das zu steuern. Und ich möchte eigentlich, so Super Sapiens hat da so einen 3-Monats-Satz für 14 Wochen Marathon-Vorbereitung, sage ich, okay, das machen wir. Das heißt, wir suchen uns Probanden und da hat man der Wolfgang Konrad, mit dem ich mich ganz gut verstehe, auch schon gesagt, da hilft er mir im Sinne von, wir suchen dann für den Wien-Marathon einfach Probanden, die sich freiwillig melden. Mhm. Die sagen, okay, ich möchte an dieser Studie teilnehmen. Ich muss jetzt herausfinden, wie viel brauche ich denn eigentlich, wie viele sind sozusagen die Kontrollgruppe, die quasi jetzt nicht in den Genuss kommen einer Steuerung, sondern einfach nur sozusagen halt den messen und nichts tun, werden aber nichts gesteuert tun, die anderen werden von mir dann betreut. Alle sollten zumindest mit einem ähnlichen oder gleichen Trainingsablauf gesteuert werden auch, damit man auch das irgendwie kontrollieren kann mit der gleichen Ernährung.
und dann einmal schauen, okay, was macht es? Bei der gleichen Ernährung würde ich gerne einhaken. Ich meine, das ist ja das gleiche ISO, vertragen ja noch viele, würde ich mal sagen. Nicht alle, ja. Weil es gibt dann immer ja welche, die sagen, okay, wenn ich das ISO oder das Kohlenhydrat-Ding zu mir nehme, dann aber auch bei den Gels, die du ja dann auch quasi genormt haben solltest, genau. Also das ist ja auch schwierig, weil gerade Magen und Marathon auf Vollbelastung ist ja nicht die beste Kombination. Nein, eh nicht. Du hast 100% recht. Genau das ist das Problem, das wir auch haben werden bei einer Studie. Es werden ja genügend Leute während der Studie auch ausfallen, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, du musst ja in der Studie mit viel mehr Leuten reingehen, als am Ende rauskommen sozusagen, ja, die das wirklich beenden können. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Was du sagst, ist einer der Gründe. Generell ist es sowieso schon ein bisschen unschärfer, weil ich kann zwar jetzt zumindest normieren, was die Leute vor, während und nach dem Training essen im Sinne dieser Produkte, aber was sie sonst alles für Scheiße essen oder nicht essen oder sie in sich hineinhauen, kann ich schon nicht mehr beeinflussen. Ja? Und das ist ja wieder relevant zum Beispiel für den Glykogenspeicher, ja, weil es ist der Unterschied, ob ich auf den Glykogenspeicher zugreife oder von außen die Glucose zuführe. Ist nicht das Gleiche und hat andere Mechanismen sozusagen, beansprucht den Organismus anders und führt auch zu anderen Energiebereitstellungen. Ja. Also da sind so viele Details drin, dass selbst wenn wir die Studie gut durchziehen, wir wahrscheinlich eine Idee bekommen, wie das ausschauen könnte, aber es unter Umständen mehr Fragen nachher offen sind als vorher. Ja. Nur Fragen, von denen wir noch nicht gewusst haben, dass sie sind. Ja. Ist es nicht bei guten Studien immer so? Ja, richtig, genau. Ist so, genau, 100%, genau. Und vor allem, es ist ja, wie du sagst, das ganze Feld ist ja auch noch am Anfang. Also ich glaube, also zumindest so wie ich das mitbekommen habe, ist ja gar nicht so sehr die Idee da jetzt, die Antwort auf alle Fragen zu haben, sondern auch nur mal einen Prozess loszustarten, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Und weil aus meiner gefühlten Wahrnehmung ist das schon so ein bisschen verkauft worden, dass das jetzt schon möglich ist. Und durch dich habe ich erfahren, dass wir eben noch nichts wissen. Und dass das eben noch gar nicht so weit ist, weil ich, wie ich mich das da drauf geklatscht habe, bin schon davon ausgegangen, dass ich da jetzt irgendwie mich besser kennenlernen und dann noch optimaler quasi ernähren kann, sodass ich halt dann noch besser performe, weil ich schon noch manchmal das Gefühl hatte, dass ich zu wenig esse, falsche Zeitpunkte esse und mir da einfach quasi eine Unterstützung holen wollte. Ja, da muss ich sozusagen Super Sapiens ein bisschen sozusagen nicht retten, aber sozusagen hervorheben. Das geht ja im Prinzip. Nur den Aufwand, den du betreiben musst, um dich damit zu beschäftigen, sind viele Leute, haben gar nicht die Möglichkeit, weil du brauchst ein bisschen Hintergrundwissen, damit du das verstehst und auch Zeit. Also es ist nicht so, wie der Peter gesagt hat, das ist eh super mit dem Herzfrequenz, das habe ich relativ schnell einmal durchschaut, wie das funktioniert. Ja. Es ist schon komplexer und sobald es komplexer wird, steigen viele Leute ja gerne aus und wollen das dann auch nicht mehr. Was schon ein Effekt ist, finde ich, und allein der ist schon einmal wert, sozusagen, sich zumindest mit dem Thema zu beschäftigen, ist, was macht Nahrung, die du zunimmst, mit deinem Blutzuckerspiegel? Also ich finde, ich habe ja auch Ernährung sozusagen studiert auf der Uni Krems und da war einer der Sachen, die man gesagt hat, super Frühstück ist Haferflocken. Ja. Oder Porridge, sozusagen, ja. Weil, ich hoffe, du machst mir jetzt nicht meine Haferflocken in der Früh zunichte. Jetzt trinke ich schon Coca-Cola während dem Wettkampf. Jetzt nehme ich noch nicht die Haferflocken weg. Cola beim Wettkampf ist super. Wurscht. Ui. Ja, ist genial. Also du musst es nur ständig nachschieben, sonst bist du im Keller, sozusagen. Also der Michi Wernbacher wird das jetzt hoffentlich hören. Ja, ja. Du, Cola beim Wettkampf ist super. Klammer auf, der Michi Wernbacher trainiert bei mir, Ja, eben. Aber der hat uns in der Vienna City Marathon 22 Folge erklärt, dass Cola das Schlechteste ist, was du während bei einem Wettkampf machen kannst. Der Michi sozusagen ist es noch kein Marathon. Ich habe eh ein bisschen schmunzeln müssen bei dem Ding, weil weder der Andi noch der Michi sind je Marathon gelaufen. Ja. Der Andi jetzt schon? Ja, aber vorher noch nicht. Ja. Achso, ja, aber jetzt. Ja, genau. Ja, erst jetzt schon, ausgelaufen. Nein, war nur ein Scherz sozusagen. Ja. Also
wie soll ich sagen, ich glaube, es gibt niemanden, der einen Ironman ohne Cola durchstehen würde. Die Problematik mit Cola ist eher der, beim Marathon hast du nur alle 5 Kilometer Labestation und das geht hier nicht aus. Beim Triathlon hast du alle 2,5 Kilometer und da fällt dir der Blutzuckerspiegel nicht so weit runter. Wenn du ständig nachschiebst, dann bleibst du wirklich gut im Fluss. Das geht wunderbar ja, dahin. Und beim Ultra hast du es noch leichter, weil da hast du das Trinken immer mit. So ist es, genau. Ja, da frisst du sowieso, das ist ja ein Fressbewerb in Wirklichkeit. Ja. Richtig. So, jetzt war ein bisschen durcheinander, wo wir stehen geblieben. Ja, aber bei den Haferflocken zum Beispiel, und das siehst du erst auch beim Frühstück, dass die Haferflocken, man muss schon schauen, wie man es kombiniert, weil die schon unglaublich auch den Blutzucker aufschießen lassen. Und der Blutzucker selber, dass der steigt, ist nicht das Problem, sondern die Frage ist, wie schnell steigt er und wie stark fällt er dann runter. Ja? Weil quasi schnell steigender Blutzuckerspiegel bedeutet, du schüttest zu viel Insulin aus, das dann nachher zu einer Unterzuckerung führt. Ja? Und zu viel Insulin, wir wissen, Insulin ist nicht unbedingt ein feines Hormon, das wir gerne, wo wir viel davon haben wollen. Ja? Ist ja im Prinzip, das Insulin ist das Mästhormon. Ja? Also Viecher in der Viehzucht werden mit Insulin gemästet, damit sie möglichst viel Fett ansetzen. Ja? Wird eingespritzt. Der Job vom Insulin ist, Zucker in Fett umzuwandeln. Ja? Wer das möchte, macht möglichst große Blutzuckerspitzen und dann weiß man auch, warum die Ringe um den Bauch so sind, wie sie sind. Peter, hast du runtergeschaut? Ja, aber ich hau mir so ziemlich alles rein, was irgendwie verboten ist und das mit den Ringen um den Bauch. Wie alt bist du, Peter? So alt. Knapp über 19. 41. Okay. Du wirst feststellen, dass das etwas ist, das sich unter Umständen mit dem Alter dann ändern wird. Und diese Altersringe, wie bei den Bäumen, die kriegt man echt schwer weg dann wieder, wenn sie mal da sind. Oh. Ich bin da wahrscheinlich eher der Fall, der mit seinen Ringen kämpft. Ja, aber das Gute ist ja auch, das zeigt schon wieder, auch ihr zwei habt wahrscheinlich komplett unterschiedliche Stoffwechsel. Ja, extrem. Definitiv. Der Peter wiegt 40 Kilo als ein Nasser. Das ist einfach eine Frechheit. Ich trainiere wie ein Böser. Ich esse jetzt sicher auch hin und wieder ein bisschen Scheiß, aber ich würde nicht von mir behaupten, dass ich so derartig ungesund esse, aber so gärtenschlank wie der Peter, das kriege ich auch irgendwie nicht hin. Naja, wir sind halt der Homo sapiens. Ja, aber was bei dem Blutzucker noch zusätzlich irritiert, ist ja bei Herzfrequenz oder Watt oder was auch immer. Also Watt ist sowieso, irgendwann weiß man, wie viel Watt das man treten kann und dann weiß man, okay, wenn ich jetzt 300 Watt trete, wenn ich das mache, dann weiß ich, das geht sich aus für ein paar Minuten und dann ist aber Schicht im Schacht. Und wenn ich laufe und ich laufe einen Marathon und ich laufe einen Marathon mit 160er Puls, dann weiß ich, es könnte sich vielleicht ausgehen, wenn ich im Marathon auf 180 anschlage, dann weiß ich, okay, 3 Kilometer, mein Jung, und dann ist aber Schicht im Schacht. Mhm. Weil wenn ich über 180 gehe, dann weiß ich, dann habe ich noch 3 Kilometer und dann gehe ich sterben. Das heißt, ich muss meinen Puls runterkriegen halt, irgendwie ein bisschen langsamer machen, was essen, was trinken, keine Ahnung, irgendwas machen. Aber diese Blutzuckergeschichte ist ja, auch wenn ich sie echt Zeit messe, bin ich ja da viel mehr hinten nach, soweit ich das verstanden habe. Im Gegensatz zur Herzfrequenz, weil die Herzfrequenz ist halt einfach, wie schnell pumpert es gerade und nicht vor 5 genau. Minuten. Nein, also da hast du 100% recht. Also das ist eine zeitverzögert natürlich und diese Zeitverzögerung ist natürlich auch ein bisschen ein Problem. Das muss man eben lernen. Das ist genau das, wo ich meine, das ist etwas, was die Athleten in meiner Studie lernen müssen, in sozusagen im Training, diese fallenden oder gleichbleibenden und steigenden Tendenzen zu erkennen und die richtige Maßnahme zu ziehen. Also meine Erfahrung ist, viele unterperformen beim Marathon ja deswegen, weil dann einfach der Sprit ausgeht. Ja, wissen wir. Glykogenspeicher reichen für den Marathon jedenfalls nicht aus. Wenn ich es schaffe, das optimal ins System reinzubekommen, was ich brauche, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Konsistenz, in der richtigen Art und Weise und das Tempo richtig wähle, das kommt natürlich dazu, dann könnte ich sozusagen mein Leistungslimit abrufen. Wenn ich es vertrage. Was? Die Zufuhr.
Also, ja. Aber, weil du musst ja das, wenn du sagst, ja, ich muss so und so viel in mich hineinschaufeln, damit ich diesen Level halten kann, das musst du halt auch durchdrucken. Also aber das wissen wir vom Ironman. Der Ironman ist ja auch ein Fressbewerb. Wer mehr fressen kann, gewinnt. Ja. Aber also meiner Erfahrung nach ist das halt auch Trainingssache. Also die meisten trainieren halt, indem sie ihre langen Läufe mit einem kleinen Wasser und einem halben Gel machen und erwarten sich dann, dass beim Wettkampf plötzlich 10 Gels vertragen können. Und genau, das ist eine Realisierung, ganz ehrlich, da habe ich auch Jahre gebraucht, um das wirklich, so dass es Klick gemacht hat. Aber da gab es vor 2 Jahren, ich glaube es ist mittlerweile 2 Jahre her, vom Jason Koop, einen guten Bericht auf seinem Blog darüber, wo er eine Studie referenziert, die quasi untersucht hat, die optimale Ernährung für Eintages-Ultras. Mhm. Und da fasst er das irgendwie zusammen, wie viel Kalorien man in der Stunde zu sich nehmen sollte, jada, jada, jada. Und da hat er diesen einen Punkt gebracht und da hat es bei mir so Bing gemacht irgendwie. Und seitdem verwende ich meinen langen Lauf dafür, Essen zu üben. Und ich habe letztes Jahr ein UTMB probiert und bin nicht ganz fertig geworden, aber ich habe 26 Stunden lang keine Magenprobleme gehabt. Und das war nur, weil ich das vorher geübt habe. Also das ist... Also ja, meine Athleten können ein Lied davon singen, weil ich sie immer dazu zwinge, quasi die Ernährung zu trainieren, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen, weil es einfach der Schlüsselfaktor ist. Du musst es üben, du musst auch herausfinden, was vertrage ich, wie viel vertrage ich, weil ja auch da gibt es ja wieder genügend Studien dazu, wie viel Gramm Kohlenhydrat pro Stunde kannst du über die verschiedenen Rezeptoren überhaupt reinbringen. Also du kannst ja da reinschießen, was du willst, aber über die ganzen Glukosetransporter kommt er nur maximal, je nachdem, zwischen 60 und 90 Gramm pro Stunde überhaupt im System an. Alles, was da mehr hineinfließt, liegt dann im Darm und dort liegt es dann herum und will wieder raus, aber nicht über einen Weg, den wir wollen, dass es raus will. Ja? Und schon ruft das toi toi. Also es ist jetzt nichts, was man möchte. Also du musst es auch so machen, dass es dann im System ankommt und nicht Probleme bereitet. Ja. Genauso diese Nüchternläufe aus meiner Sicht etwas sind, mit dem ich ganz, ganz sparsam umgehe. Für Frauen ist ein Nüchternlauf sowieso ganz schlecht, ja, also aus hormoneller Sicht heraus, und bringt ganz wenig sozusagen. Also das Risiko, dass du mit einem Nüchternlauf eingehst, ist viel höher als der Benefit, den du rausziehen kannst. Man kommt darauf an, wie lang der Nüchternlauf ist. Natürlich sozusagen. Ja, ein kurzer kleiner Lauf wird niemandem schaden sozusagen. Ja. Ja. Aber das sozusagen stundenlang nüchtern herum zu hirschen oder zu radeln, bist fast immer katabol unterwegs. Wobei das mit dem Kohlenhydrataufnahme, mit der maximalen, was halt erstens was maximal geht und was wie man dort sich hintastet, das hat uns ja sehr schön der Christoph Strasser im Interview erzählt, der gesagt hat, der hat wirklich mehrere Race Across Americas braucht, bis er verstanden hat oder bis sie ausgetestet haben, wie viel Kohlenhydrate vertragt er. Und er ist schon sehr gesegnet damit, dass er halt extrem viel in sich hineinwürgen kann. Ja. Und was ist die maximale Wasseraufnahme, die er machen kann, weil er ja einmal aussteigen hat müssen, weil er zu viel getrunken hat und dann eine Wassereinlagerung gehabt hat, was ich Otto Normalradlfahrer wahrscheinlich nicht einmal vorstellen kann, dass das geht. Ja. Das ist auch die Extrembelastungen, die unfassbar sind eigentlich. Ja, aber da gerade dieses, was kannst du alles essen und dein Körper verträgt es noch, ist ja sowieso so eine Geschichte, weil manche sagen, ja, nein, ich kann während dem Laufen überhaupt nichts essen. Ich laufe jetzt einen Halbmarathon oder einen Marathon ohne Gel. Und du weißt vorher schon, das kannst du schon probieren, aber schrei mich nachher nicht an. Na, du kannst es schon machen, wenn du das ganz gemütlich als Longjog machst, dann wird es schon irgendwie ausgehen. Ja, du wirst schon wieder runden kommen. Ja, mit dem Fettstoffwechsel geht sich das alles aus, sozusagen. Ja, man kann ja auch stundenlang marschieren ohne Nahrung, aber es ist halt nicht das, was die unter Performance verstehen. Ja. Ja. Es ist ganz brutal, weil es gab ja auch beim Ironman jemanden, also schon Leute, die dermaßen sozusagen an die Limit gegangen sind, dass Teile vom Darm abgestorben sind, weil die nicht mehr mit Blut versorgt wurden. Die mussten dann rausgeschnitten werden. Ja. Und wenn einmal der Darm abstirbt, dann ist das mit der Verdauung schon ziemlich am Limit. Ja. Ein dramatisches Erlebnis. Der war sehr schlecht und sehr flach. Der war wirklich flach. Du kannst besser, Peter. Aber jetzt,
Ich weiß, du bist doch erst am Anfang deiner Studie und wir wissen jetzt noch gar nicht so viel, aber angenommen, ich habe jetzt so ein Sapiens-Teil. Ja. Und ich messe das jetzt. Und du sagst schon, dass wenn ich ein bisschen Zeit investiere, ich da zumindest Dinge rauslesen kann, wie das, was ich esse, ist irgendwie vielleicht unvorteilhaft in der Menge oder in dem, was ich esse, weil ich habe jetzt auch nicht rausgehört, dass Haferflocken schlecht sind, dann vielleicht esse ich zu viel oder wie. Also sie sind nicht schlecht, du musst sie nur mit den richtigen anderen Lebensmitteln kombinieren. Also ja. Ich will nicht sagen, ich esse nach wie vor Haferflocken, aber sie müssen anders kombiniert werden, damit sie flacher bleiben. Ich dann kann ich morgen noch beruhigt meinen Haferflocken essen. Das finde ich gut. Aber wenn ich das jetzt habe, und was kann ich jetzt dann trotzdem noch damit machen? Weil ich habe ja noch einen. Und wenn ich den jetzt draufklatsche und ich habe da wieder meine lustige Kurve, ist es quasi nur, dass ich halt steile Kurve raus, steile Kurve runter doof? Ist das jetzt sehr simplifiziert? Was ich jetzt mal an deiner Stelle, also zwei Sachen, die ich dir mitgeben würde, ist, ja, zum Beispiel, schau mal, was dein Blutzucker macht bei einem Long Jog, ja. Also das sollte ja eigentlich relativ weit unten sein, weil du auch stark im Fettverbrennungsmodus bist, ja. Viel spannender finde ich, beziehungsweise muss ich fragen, machst du sowas wie Tempotrainings, Intervalltrainings oder so? Da bin ich drauf gekommen, die Qualität dieser Trainings hängt sehr stark davon ab, was du zum Beispiel 4 Stunden vorher gegessen hast. Wenn das eine gute Mahlzeit war und was für dich eine gute Mahlzeit ist, musst du dann herausfinden im Sinne deiner Blutzuckerkurve, dann wirst du plötzlich merken, bis deppert, heute gehe ich ab wie Schmitz Katze. Aber nicht, weil ich einfach voll sozusagen mit meinem Tank bin und das gut durchziehen kann und nicht mit leerem Tank in ein Intervalltraining hineingehe. Ja? Und da herauszufinden, was ist zum Beispiel für mich jetzt ein optimaler Zeitpunkt und eine optimale Mahlzeit, um dann so ein hartes Training gut durchziehen zu können, das ist eine spannende Sache. Das kann man für sich schon herausfinden. Und man kann auch herausfinden, also je nachdem, ist man ein Morgenmensch oder Abendmensch, wie geht's mir sozusagen mit nüchtern Läufen, wie geht's mir sozusagen mit gut gefüllten Läufen, was passiert, wenn ich währenddessen, während eines Laufs, eines Tempodauerlaufs zum Beispiel, schmeiße ich mal ein Gel rein. Ja? Also jetzt nicht mit Vollgas, aber sozusagen, sagen wir mal Halbmarathontempo, ja? Oder Marathontempo, und ich schmeiße mir ein Gel rein, was macht der Blutzucker und wie fühlt sich denn das an? Okay. Viele, die solche Gels nehmen, berichten ja, dass sie wirklich das Gefühl haben, sie spüren, wie der Zucker gerade einschießt und wie es wieder leichter geht. Okay. Und das herauszufinden, ist es das Gel, ist es bei mir auch so, wie schnell dauert es, bis reinkommt, sollte eigentlich reinkommen, und was macht das mit mir? Das sind Erfahrungswerte, die man für sich selber einmal herausfinden kann. Ja, also dafür glaube ich schon, dass das eine gute Möglichkeit ist. Man darf sich halt nicht erwarten, dass das System einem an der Hand nimmt und sagt, bitte machst du das, dann ist alles voll super. Ist es nicht. Da muss man mit sich selbst ein bisschen experimentieren. Ja, das ist für mich so die, oder war für mich so immer ein bisschen die Schwierigkeit. Okay, wenn ich jetzt sage, okay, bei den langen Läufen sagst du, soll man schauen, wie sich das ergibt. Und optimalerweise sollte da der Zucker relativ niedrig sein. Das ist schon mal irgendwie was, mit dem ich so ein bisschen anfangen kann. Und auch, dass ich bei die Intervalle da so 4 bis 6 Stunden vorher sagst und ich sollte probieren, esse mal das und ich esse mal das und esse mal das. Das sind so Dinge, mit denen kann ich irgendwas anfangen. Aber das war für mich halt so das Riesending. Ja. Ohne den tue ich mir dann wahnsinnig schwer. Also ich muss es bei mir selber noch ausprobieren. Das muss man jetzt fast ein bisschen rausschneiden aus diesem Podcast. Ja. Aber ich bin durch Zufall draufgekommen, dass meine besten Intervalltrainings immer dann waren, wenn ich zum Mittag weiß, nicht anders ging, bei Mäcki war. Ui. Naja, da ist viel Zucker im Brötchen. Ja. Ja, das ist jetzt etwas, was dramatisch ist, also von mir, der für gute Ernährung prägt, sozusagen zu hören, aber ich habe das durch Zufall einmal, weil es ging echt nicht anders. Ich habe Hunger gehabt, den Berserker Kurs über Training, dann habe ich halt bei Mäcki das übliche Menü reingeschossen und siehe da, 4 Stunden später am Abend, echt gut, also ich war zufrieden mit mir. Naja, das ist ja der Spaß. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, weil gerade diese Fastfood-Geschichten, die sind ja, also wenn man mal gut essen geht, dann ist man ja 3, 4, 5, 6 Stunden voll mitunter.
Wenn man bei einer Fastfood-Kette essen geht, hat man eine Dreiviertelstunde später, da geht dann schon wieder was. Das ist nämlich drinnen und halt auch ratzfatz löst er sie im Körper, glaube ich, einfach auf. und dass da, also wenn man sie durchlässt, was da drinnen ist, ja, es ist viel Salz drinnen. Ja. Es ist in allem, glaube ich, Zucker, was da drinnen vorkommt, Zucker drinnen. Wenn man dann noch eine Cola dazu trinkt und vielleicht eine Apfeltasche hinten nachnascht, dann ist man eh bis in die Ohrläppchen voll mit Zucker. Dass das funktioniert, kann man schon gut vorstellen. Ja. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt sozusagen mit dem Mackey probieren, aber wirklich mir vornehmen, ihr habt ja sicher irgendwelche Lieblingsspeisen, wo man weiß, die sind Kohlenhydrate, also sei es Nudeln, sei es Reis, sei es irgendwas anderes, Palatschinken oder so ähnlich, und man wirklich das hergehen und sagen, gut, ich probiere, ich weiß, ich habe heute am Abend Intervalltraining, zum Mittag, 4 Stunden vorher mache ich mal Palatschinken oder Nudeln und dann schaue ich mal, wie das abgeht. Ja. Und beim nächsten Intervalltraining mache ich was komplett anderes, also was extrem anderes, ja. Brokkoli. Ja, oder was Fleischlastiges zum Beispiel. Ja? Also wo ich sage, irgendwas anderes, was Perverses. Ja? Also ich bin zum Beispiel den Two Oceans gelaufen, der ein bisschen länger ist. Und wir waren vorher, weil immer zu Ostern ist, Osterferien, waren wir Südafrika ein bisschen anschauen. Und ich habe eine Woche vorher nur Steak gegessen, Rotwein getrunken. Und das war ein super Wettkampf. Also Carboloading null, aber trotzdem ist abgegangen. Ja, der Peter ist vor letzte Woche in den IATF gelaufen und hat sich auch am 2 Tage davor 4 Bier reingestellt und 3 Stunden geschlafen und ist trotzdem eine Bombenzeit, hat Bombenzeit auf den Wald geknallt. Also es kann durchaus funktionieren, das kann ich mir schon vorstellen. Das liegt an dieser unheimlich guten Trainingslehre. Wir haben ja entwickelt die Superkompensation mit Alkohol. Eine Bestzeitgarantie, sage ich dann ja. Bestzeitgarantie. Das wird dann übrigens deine nächste Doktorarbeit, dass du das dann unterstützt oder ja, wissenschaftlich beweist. Sponsoren könnte man, glaube ich, finden. Ja, oh ja. Ihr seht es nicht, aber er hält eine Flasche Wieselburger in die Höhe. Und er hat sie auch getrunken. Er hat sie auch getrunken. Nein, wir sind schon seit längerem Vertreter der Superkompensation, indem wir lernen, dass man 2 Tage vorher sich einen Rausch antrinken muss. Dadurch ist man am nächsten Tag so demotiviert, dass man sich definitiv nicht bewegt, regeneriert dadurch optimal und am Tag darauf gibt es quasi eine Bestzeitgarantie. Ja, ich habe mit meinen Kumpels die Vereinbarung bei den Ultras, dass wir für jede gelaufene Stunde nachher ein Bier trinken müssen. Unmittelbar nachher. Das ist jetzt da, wenn man sowas wie ein CCC gelaufen ist. Ja, wird's Ärger. Aber zum nicht Beispiel, Antwort. Was super ist, ich kann den Rennsteig empfehlen, weil da geht dann gleich die Party wirklich voll ab. Ja, ja. Das ist Rennsteig sind was, 50, 60? Nein, 74. 70, aber relativ ja, eben. Ja, das 1200 Höhenmeter, glaube ich. Und das sind ja, es geht Stunden. So leicht wellig dahin. Ja. Also Kumpel und ich, wir sind knapp, also unter 39 gelaufen. Das heißt, es mussten nur 9 Bier sein, weil ab 30 wäre es das 10. Bier gewesen. Das ist aber vielleicht mal eine gute Motivation. Die Frage ist nur, beim Peter bin ich mir nicht sicher, ob er da nicht absichtlich noch eine Stunde draufhängt, weil er noch Gust auf ein Bierle hat. Aber die Idee gefällt mir sehr gut. Ja, das motiviert vor allem, und weil sie einem unserer Kumpel, der ist ja schneller, der war dann schon im Ziel mit den Bieren. Ja, und dann wird das getrunken. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber nicht. Wir laufen jetzt in ein paar Wochen beim Mozart 100 mit. Ja. Der Peter kommt sicher noch auf blöde Ideen und dann machen wir das. Ja, aber man könnte mal sozusagen anfangen mit Seideln. Also ein Seidel ist ja quasi ein Bier. Man kann mal sagen, okay, für jede Stunde ein Seidel ist schon mal gut. Ja. Ja. Und danach, nicht währenddessen. Nein, wichtig, währenddessen. Wichtiger Hinweis. Währenddessen machen wir es mit Marathon de Médoc und da ist es aber Rotwein. Oder es gibt auch in Deutschland den Weinstraßenmarathon, da kann man dann Spritzer, glaube ich, sogar trinken. Ja, es gibt auch den Bierlabers-Marathon, da hast du dann Peter Labisch so ein Bier, da kannst du gleich währenddessen trinken. Ja, das ist jetzt auch im September der Brauereien-Marathon, der als Abschluss der Marathonsaison gilt. Oh. Wo? Und das. Es gibt trotzdem einen Cut-off von 6 Stunden. Also es ist nicht so, dass man jetzt dann nur trinken kann. Aber ich glaube, es wird durch 7 oder 8 Brauereien durchgelaufen und das Ziel ist auch wieder in einer Brauerei. Ja, perfekt, das klingt nach einem guten Lauf. Weil beim Médoc sind es ja 6 Stunden 30 und du hast alle 2 Kilometer ein Chateau. Und wir haben uns ausgerechnet, wenn du 5,30 im Schnitt rennst, dann hast du genau 7 Minuten pro Labestation. Hopp!
Genau. Und dann bei Kilometer 32 gibt es dann die Austern. Ja. Auch sehr empfehlen kann ich dir den Blaufränkisch Ultra von unserem lieben Freund. Der sind die in wo sind die Weintage? In Puh, jetzt wieder mich. Deutschkreuz oder da unten irgendwo sein? Ja, genau. Ja, genau. Sind, und der läuft man quasi alle Winzer ab und trinkt bei jedem ein Glas. Ich habe jahrelang den Weinlauf organisiert in Gols. Oh, das ist jetzt auch nicht so weit weg, aber Blaufränkisch Ultra sehr zu empfehlen. Es gibt auch die kurze Distanz. Ich glaube, das sind die 21 und der Ultra sind 70. Wann ist der? 70. Immer zu die Weintage. Super. Der wird nämlich von unserem lieben Freund, dem Jordi, organisiert. Das ist eine coole Sache. Ja, und ich schaue jetzt gerade, ob das Datum für dieses Jahr feststeht, weil das war jetzt die letzten zwei Jahre, war es natürlich wieder schwierig, zu organisieren. Aber es ist immer das Rotweinfestival des Mittelburgenlands. Ja, voll cool. Und dann kriegt man halt diesen Rotweinpass oder was auch immer das ist für ein Teil, damit man halt überall reingehen kann. Die sind 7. bis 10. Juli sind die Rotweintage. Das heißt, an dem Wochenende wird es sein. 8. Juli, steht da. Wer lesen kann. 80 Kilometer mit 22 Weingütern. Mit 30 Rotweinen. So. Alter Schwede, das klingt nach einer Challenge, ja? Und man sollte halt nicht mit Viertel anfangen. Nein. Das wäre ganz schwierig. Und den Blutzucker messen dabei. Das wäre natürlich, eine lustige Kombination. Genau. Aber jetzt haben wir so ein bisschen, um wieder so ein bisschen zum Thema zurückzukehren, jetzt haben wir so ein bisschen geklärt, was quasi der jetzige Stand ist. Und du hast ja auch schon gesagt, du hast mit der Doktorarbeit versucht, du da quasi Forschung zu betreiben. Was ist so ein bisschen den Ausblick, was ist so, wo glaubst du, könnte das hingehen oder was siehst du da so für Potenziale in dem Ganzen noch? Also ich sehe mehrere Potenziale. Nummer eins sozusagen, und dafür finde ich es wirklich gut, ist, dass die Leute lernen, wie es ausschaut mit ihrer Ernährung. Generell jetzt. Also das ist sozusagen ein Abfallprodukt der Sportforschung, weil die Gefahr von Diabetes ja wahnsinnig verbreitet ist in der Bevölkerung. Und da so ein bisschen über den Sport zu managen, finde ich gut. Diese Sensoren gibt es jetzt mittlerweile nämlich auch für Nichtsportler bereits und Nicht-Diabetiker, also damit sie es ein bisschen lernen. Ja, also ich glaube, da kann man vom Sport dann ableiten für den normalen Bereich sehr viel. Für die Sportler selber, ich erwarte mir einfach eine wirkliche Unterstützung in meiner ständigen Predigt, bitte esst und trinkt rechtzeitig, um eure Performance zu bringen. Ja, das ist so ein bisschen, einige Leute glauben es mir halt, aber es gibt halt Leute, die brauchen immer Zahlen und Fakten, damit sie es dir glauben. Ja, okay, da steht's da, okay, das mache ich. Ja, und da musst du schon sattelfest sein und da musst du ihnen konkrete Anweisungen geben. Pass auf, schau mal, was da passiert, wenn du dies und jenes tust, als Handlungsanweisung. Und wenn man dann hergeht und sagt, also pass auf, beim Marathon haben wir herausgefunden, wenn du das Training schon optimal mit der Ernährung begleitest, also optimal gut begleitest und beim Marathon halt dann auch das sauber machst, dann bist du im Vergleich zur Kontrollgruppe x% schneller, dann wäre das eine Argumentation. Wer weiß, ob sie schneller sind, das ist eine Vermutung. Es kann auch sein, dass da genau nichts rauskommt, ja, und das Ganze vielleicht auch nur eine Vermutung ist. Aber so als Arbeitshypothese sage ich, wenn jemand beim Training schon das richtig macht und beim Marathon auch richtig macht, dann ist er im Vergleich zu jemandem, der so ungefähr das Gleiche trainiert, glaube ich, schneller. Okay. Und kann besser performen. Und wir reden von Leuten, also ich hätte mal gedacht, ich suche mal Leute aus, die so ungefähr um die 4 Stunden laufen wollen. Ja? Also jetzt nicht die High Performer, sondern das große Mittelfeld, für die sozusagen 4 Stunden eher eine schöne Schallmauer ist, sage ich jetzt mal. Ja? Das kann man dann wahrscheinlich hochrechnen oder replizieren auf Leute, die unter 3 Stunden laufen wollen oder so ähnlich. Aber ich denke, das wäre ein bisschen das Ziel. Und dann lernen die Leute auch während des Trainings sich richtig zu ernähren. Und da passieren einfach viele Fehler, die auch gesundheitliche Folgen haben. Ja. Und das sind wahrscheinlich auch die Gruppe an Menschen, wenn du sagst 4 Stunden plus minus, wo die sich jetzt mit Ernährung nicht grundsätzlich noch wahnsinnig viel auseinandersetzen müssen, weil an 2,20er Marathon, ohne dass du dich mit der Thematik auseinandersetzt, wird es halt wahrscheinlich sowieso nicht spielen. Und an 4-Stunden-Marathon vielleicht schon. Und
paar 4 Stunden, den kriegst du auch vielleicht hin mit dem Trainingsplan, den du halt irgendwo gefunden hast und den du gut einhältst, der geht. Und wenn du dann sagst, jetzt da trainiere 16 Wochen auf diesen Schrott hin, nur damit ich irgendwann den Marathon in der Zeit schaffe und ich hätte mir einfach Arbeit erspart, wenn ich mich richtig ernährt hätte oder das und das gemacht hätte. Es reicht ja schon, wenn ich sage, du hast dasselbe Ziel erreicht, du musst nicht schneller sein, aber du hast dasselbe Ziel erreicht mit weniger Aufwand. Ich glaube auch sozusagen, dass du damit auch, wenn du in dieses Thema ein bisschen hineinschnupperst, einfach sozusagen als Abfallprodukt für dein sonstiges Leben auch ganz gut, was Ernährung betrifft, einfach weiterkommst, ja? Weil das ja diese Performance ja auch in anderen Bereichen gilt, nicht nur im Sport selber. Und wenn ich da jetzt zuhöre und ich bin so ein Plus-Minus-4-Stunden-Läufer, darf ich mich dann melden oder beziehungsweise wenn ich mich melden darf und zur Verfügung stellen darf, wo darf ich mich denn da melden? Also es wird, also wenn alles so aufgeht, wie ich es mir vorstelle, dann wird es einen Aufruf geben, wahrscheinlich dann entweder über also von mir selber, aber wahrscheinlich konzertiert dann über die Wien-Marathon-Plattform, wo einfach Leute aufgefordert werden, sich für diese Studie zu melden. Wir werden halt vorher Einschluss- und Ausschlusskriterien definieren müssen. Sagen, okay, das und das sind die Dinge und dann kann man sich melden. Und dann könntest du zufällig gezogen werden. Ja, dann wissen die Hörerinnen zumindest, dass sie bei der Wien-Marathon sich den Wien-Marathon-Dingen irgendwie folgen müssen, ja, damit sie dann möglicherweise. Genau. So ist es, ja. Dann hast du die Chance, da mitzukommen. Und also ich denke, es ist jedenfalls eine spannende Sache, weil du viel über dich selber lernst und vorbereitet wirst und wie soll ich sagen, du gehst kein Risiko ein. Das ist nicht so, dass du jetzt dann deswegen schlechter wirst, wenn du da gibt es sicher einige, die zuhören, dass ich denke, verdammt, warum laufe ich den Marathon jetzt in 3 Stunden? Weil wenn ich 4 Stunden laufe, dann könnte ich mich melden. Das kann ich mir vorstellen. Also. Naja, du brauchst einfach nur bei der Halbzeit kurz einkehren irgendwo. Und ja, schon, du brauchst da 4 Stunden. Aber die 3 Stunden laufen können wir auf Basis dessen, was wir an Erkenntnis gewinnen, sich bei mir melden und dann können wir vielleicht Ihnen auch helfen. Ah, sehr gut, sehr gut. Werbeeinschaltung, Achtung. Achtung, 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 Achtung. Aber du hast eh schon gesagt, du hast keinen Platz mehr. Also ist es eine Werbeeinschaltung ohne Konsequenzen? Naja, wer weiß, was in einem Jahr ist, sozusagen. Man soll sich ja nie auf seinen Lorbeeren ausruhen oder glauben, das ist immer so. Also ich bin da ein bisschen demütig, weil ich weiß, das ist ein Glück, dass das so ist. Ja. Das kann sich relativ rasch einmal ändern und wir haben so viele Situationen mit Covid und allem gehabt, das geht relativ rasch einmal. Also das soll jetzt nicht komisch rüberkommen, aber ich freue mich, dass es so ist. Aber es ist bei mir immer so, nach jedem Wettkampf gibt es ein paar Leute, die aufhören und neue fangen an. Also es ist Ich glaube, das gehört dazu. Ja, gut. Peter, hast du noch eine Frage, die du irgendwie loswerden willst? Ich bin ganz gespannt, was rauskommt, weil ich schon, wie gesagt, weil ich versucht habe, die verschiedenen Daten auch selber zu erfassen, aber halt echt nicht schlau warm bin raus und dann dort gesessen bin und mir gedacht, ja, so wie du vorher gesagt hast, ja, oh, tolle Kurve, bunt, Zahlen, super, aber viel mehr habe ich halt nicht draus gelesen. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, was halt wirklich rauskommt. 2-3 Jahre, wir wissen es. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Herzfrequenz, Watt, Glucose, dass das, wenn man das alles quasi übereinander legt, und das, dass man dann, ich weiß nicht, ob es in der Minutensteuerung viel bringt, weiß ich nicht, aber ich glaube so im Nachhinein, also in der Analysephase nach Wettkämpfen, kann das glaube ich schon richtig viel Aussagekraft bringen, dass man sagt, hey, du bist da und da einbrochen, schau da an, deine Kurven, genau in dem Moment hat es das zusammengehauen, du bist in Unterzucker gekommen, keine Ahnung. Also, genau. Ich rede jetzt einfach irgendwas daher. Ich glaube, da bist du genau am richtigen Pfad und je genauer die Daten werden und je besser die Echtzeitmessung funktioniert, und vielleicht auch mit den neuen Sensoren, die werden jetzt noch kleiner und noch genauer, das ist ja auch eine technische Entwicklung, die momentan rapide vorgeht, wird es wahrscheinlich in 1-2 Jahren auch wieder besser ausschauen oder anders ausschauen, technologisch anders ausschauen. Ja. Nein, es ist im Endeffekt ist ja nichts anderes dann, wie, ja, so wie man es in der Formel 1 hat, dass du einfach verschiedenste Telemetriedaten hast und dann sagst, ja, okay, schau, weil du das gemacht hast, weil du das gemacht hast, weil du da und da das Geld genommen hast und so weiter und so fort, hast du geschaut, dass du
auf dem Level geblieben bist, da könntest du noch mehr machen oder keine Ahnung. Ja. Oder man kann mit verschiedenen Ernährung testen und schauen, ob man bei selber Geschwindigkeit, selben Intensitätslevel zum Beispiel anders performen kann oder ob es sich leichter anfühlt oder keine Ahnung. Genau. Ja, und das gibt uns einen guten Grund, dass wir dich, wenn du dann irgendwie mehr rausgefunden hast, wieder vor das Mikrofon zerren können und dann kannst du es einfach nochmal davon berichten. Also sehr es gerne. Das ist vor allem für uns eine Win-Situation, von daher. Super. Egal, was rauskommt, wir gewinnen immer. Richtig. Sensationell. Das ist unser Credo. Auf das trinken wir dann mal ein Bier. Richtig. Eine gute Idee. So, dann kannst du auch in den Genuss der Superkompensation kommen. Das würde ich, dir vielleicht mitgeben wollen, dass du das nächste Mal ausführst. 2 Tage vor ein Rausch, dann der Kater und dann die Bestzeit. Ist garantiert. Du hast es hier gehört. Ja. Wir stehen dafür ein. Gut. Oh ja. Ich danke dir, dass du die 1,5 Stunden Zeit genommen hast und wir gerne. Jetzt viel wissen, dass wir nichts wissen und dass es das alles cool ist und so. Danke. Okay, super. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.